Schönen guten Morgen, moin, schönen guten Abend, moin. Ganz herzlich willkommen zu Hardcore Colonization am Sonntagabend. Wir werden uns heute weiter verlustieren in der Nähe von Eve zumindest. Auf Eve, glaube ich, haben wir es hinter uns gebracht. Bisschen. Und wir werden mal gucken, dass wir heute die Science-Punkte aus Gilly noch ganz ordentlich rausgelutscht bekommen. Mal gucken, wie gut das klappt. Ich muss jetzt mal gucken, ob zumindest die Aufnahme läuft. Aber warum hat denn der Szenenwechsel nicht geklappt? Naja, dieses Stream ist für uns alle ja noch ein bisschen Neuland. Aber ich bin zu sehen, es macht Geräusche. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlimm. Ja, ich habe auch was anderes vorbereitet. Ich hatte es beim letzten Mal ja schon ein bisschen angekündigt und ich habe mich dagegen entschieden, das im Stream zu machen. Und ich kann euch sagen, es war eine gute Entscheidung. Es war nämlich ziemlich viel Edit-Arbeit, auch im Savegame dann nochmal. Ich habe meine Liste der Schande abgearbeitet. Also, ich habe den Astronautenkomplex offstream einmal geupgradet. Der ist jetzt auf Level 3. Ich kann jetzt so viele Kerbonauten haben, wie ich will. Und hier seid ihr jetzt alle. Hier seid ihr jetzt alle in euren wundervollen, kleinen, lustigen Körbelkörpern eingesperrt. Ihr tragt auch schon Raumanzüge. Alles ist mit dabei. Neo war ja sowieso schon dabei. Neu dabei ist Crazy Kerman, Sunny Kerman, Barbara Kerman, Mickey Kerman, Brady Körbel Kerman. Alles kommen. Und es stehen noch ein paar Leute aus. Und zwar, ich hoffe, dass sie dann entweder das jetzt sehen oder gleich die Aufnahme irgendwann später. Und das waren diejenigen, wo ich keine Aussage zu gefunden habe, wie ihr Körbel denn jetzt genau heißen soll. Also schreibt mich da gerne in Discord nochmal an. Wo ist es? Wo ist es? Wo ist es? History. Mir fehlt nämlich noch für den John Doe, für den Mimir und für den Dadaxa eine Aussage, wie eure Kerbals heißen sollen und was die für Berufe haben sollen. Was ich noch nicht gemacht habe, war die neuen Redeems. Falls jemand über die neuen Loyalitätspunkte schon redeemt hat, das muss ich mir noch angucken. Ich habe jetzt erstmal das alte abgearbeitet. So, genau, also wie ihr seht, eine relativ lange Liste an Peoples, die sich hier dann schon eingetragen haben. Und wie gesagt, schickt mir das gerne, Mimi. Ich nehme das jetzt zur Kenntnis. Bitte Discord. Das ist weg aus dem Chat und auch aus meinem Kopf, wenn dieser Stream zu Ende ist. Ich bin da einfach ganz ehrlich. Ich bin da ganz ehrlich, schreibt mir das im Discord, schreibt mir es im Zweifelsfall auch als eine Twitch-Nachricht. Aber schreibt es mir. Schreibt es mir. Genau. So, und jetzt aber mal zu dem, was wir heute tun wollen. Also, wir werden jetzt demnächst natürlich diese ganzen unwissenden neuen Anwärter alle mal ausbilden müssen. Die können ja alle noch nichts. Ansonsten ganz. Ganz, ganz wichtig ist mir natürlich auch noch Major als unser erster Kolonist. Den werden wir zum ersten Streamer auf Duna machen. Also wir brauchen eine gute Funkverbindung auf jeden Fall. Der Major wird nämlich die ersten Livestreams von Duna machen. So, jetzt aber erstmal vielen lieben Dank an Zermedis für den Resub im 21. Monat. Vielen lieben Dank an Hugo11 für den 4. Monat und an den Klecks für den Prime Sub und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emojis. Und jetzt versuche ich mal so gut wie möglich noch Hallo zu sagen. Schönen guten Abend an Dudus Artifacts, an Crazy Day, an Mickey, an den Neokirmen, an den Umgu, an scrollen, 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 scrollen. Ihr halt, unterhaltet euch einfach vor dem Stream zu viel. Bad Dad Senior, an Mimir, an Explodot und an Jojongs. Hatte ich Mickey schon? Sonst nochmal Mickey, Zemedis. New Steady, Charal Pablone, Damon, Carles, Hugo. Ich glaube, Kalime. Ich hab's gleich. Shadow Portal, Joe Huhn. Schön, dass ihr da seid. Brauchst du mehr Piloten, Scientists oder Ingenieure? Es gibt viele Klassen, wie du hier sehen kannst. Also, ich nehme von allem gerne was. Du kannst aber auch einfach sagen, es ist mir völlig egal. Dann ordne ich dir was zu. Es gibt ja mehr als Pilot, Scientist, Engineer. Es gibt auch noch Kolonisten, Miner, Techniker, Mechaniker, Biologen, Geologen, Farmer,
Medics, Quartermaster und Scouts. Genau, übrigens, der wurde meiner Frau gewidmet von Neo. Deshalb ist das ein sehr couragierter, sehr intelligenter Körbel. Der Körbel Körmin und ist Mediziner. Ich habe alles richtig gemacht, glaube ich, dass ich keinen Ärger dafür bekomme. Ich glaube, das passt. Ach ja. Alles gut, Ludus. Aber beim Vorlesen nehme ich einfach einmal den kompletten Namen mit. So. Hervorragend. So, jetzt gehen wir aber erstmal rüber zu Gilly. Wir haben nämlich noch ein bisschen was zu erledigen. Ich weiß gar nicht, hatten wir die Injection raus schon gemacht? Ich meine ja. Ich bin mir aber gar nicht so sicher. Ich glaube, wir haben noch einen sehr hohen Orbit einfach. Eve-Mission müsste es sein. Was passiert hier? Was passiert hier? Voila, vielen lieben Dank für den Raid und ganz herzlich willkommen an dich und deine Zuschauer. Jetzt muss ich nochmal kurz die richtige Probe hier raussortieren. Es ist diese hier. Ganz herzlich willkommen an euch. Was habt ihr heute Schönes gemacht? Ich glaube, ich hatte heute Nachmittag gesehen, du hast ein bisschen Jedi Fallen Order gespielt. Das habe ich auch ausprobiert offstream. Allerdings habe ich für mich festgestellt, dass das für mich nicht gut funktioniert hat. Es war das erste Spiel meines Lebens, was ich zurückgegeben habe bei Steam. Tranquility Base here. The Eagle has landed. War ich nicht sehr zufrieden. Ich habe es auch nur 2 Stunden gespielt und dann habe ich auch in den Sack gehauen wieder. So, und jo Jungs, vielen lieben Dank für den Resub. 25. Monat und Charabel Pablone macht die 2 Jahre voll und melde dich gerne zwecks des Badges. Vielen lieben Dank an euch beide. Welche Mio Mio gibt es heute bei mir? Es gibt bei mir immer Mio Mio Mate, weil ich keine andere Mate trinke irgendwie. Ich finde Mate an sich relativ widerlich, was mich zu einem sehr schlechten Nerd macht. Aber Ginger Mio Mate ertrage ich irgendwie ganz gut. So, jetzt muss ich mal gucken, ob der liebe Wöller noch was geschrieben hat, was wir noch gespielt haben. Ja, ich glaube, es gab nämlich nach dem Jedi-Spielen gab es noch ein bisschen KSP, oder? Wahrscheinlich ist er jetzt erstmal offline gegangen oder muss was essen oder so. Wer weiß. Wir gehen jetzt ja mal hier rüber. So, ich hoffe, das funktioniert halbwegs. So, wir müssen jetzt mal unseren Anflug auf Gilly vorbereiten. Und zwar in einer Art und Weise, dass wir Gilly auch irgendwann besuchen. Das war schon der 25. Ich kann nur sagen, was Twitch sagt. Wer weiß. So. Zack, zack, zack. 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 Also die gute Nachricht ist schon mal, wir haben hier draußen Empfang. Die schlechte Nachricht ist, unser Ascending-Descending Node ist ganz weit drin. Was stimmte bei dem neuen Star Wars-Spiel nicht, deiner Meinung nach? Ich bin mit der Map Guidance nicht gut klargekommen. Also die Karte fand ich ganz fürchterlich. Ich habe mich nicht zurechtgefunden, wo ich langlaufen soll. Also sowohl die Karte vom Laufen her war nicht besonders intuitiv, als auch die richtige Map, die man einblenden konnte. Hat für mich nicht funktioniert. Und dann habe ich leider feststellen müssen, dass das so ein. Da war meine Erwartungshaltung, glaube ich, auch einfach falsch. Das Spiel ist ja so ein bisschen, wie soll ich das sagen, so Monster Hunter. Ich muss mich mit großen Viechern kloppen und irgendwelchen Taktiken erkennen, blamäßig gemacht. Und das hat mir einfach keinen Spaß gebracht. Ja, ich habe das über Tastatur und Maus gespielt, aber es wäre auch über Controller nicht besser geworden, weil ich einfach mit so Spielen wenig anfangen kann. Also ich glaube, ich bin dann eher so ein, ich bin so ein, ich wäre so ein typisches wohl abgeholtes Opfer für KOTOR 3 oder sowas. Also so die Rollenspielebene eher. Genau, so Dark Souls-artig, Dankeschön. Und Dark Souls ist auch nicht so meins, muss ich ganz ehrlich sagen. Von daher, ich habe viele, nicht alle, viele der Star Wars-Spiele gespielt. Die ganzen, wie heißen die nicht? Battlefield? Battlefront heißt es, glaube ich. Die ganzen Star Wars Battlefront-Sachen habe ich nicht gespielt. Das
ist einfach nicht so meine Art Spiel. Von daher. Okay, Mist. Da müssen wir eine Weile hin, ne? Da müssen wir noch eine Weile hin. Wann ist denn das? In 9 Tagen. Uiuiuiui. Naja, gut. In 3 Tagen sind wir auf der Peak. Dann machen wir doch jetzt erstmal einen Warp hier, hätte ich gesagt. Voilà, das ist völlig cool. Also, ich habe viele gesehen, die das spielen und auch echt Spaß dran haben. Wie gesagt, ich sag nur, meins war es nicht. Das ist keine Generalverurteilung des Spiels. Ich wollte es mir auf jeden Fall angucken, einfach weil ich sehr gerne Spiele im Star Wars-Universum spiele. Ja, aber also ich muss ganz ehrlich sagen, so vom Spielerischen her ist es halt entweder wirklich Weltraumsimulation, also so die alten X-Wing TIE Fighter Spiele, das war ganz weit vorne. Das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht. Ich habe mal dieses Strategiespiel ausprobiert, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Empire at War oder irgendwie sowas. Ich weiß es nicht mehr, es ist auch schon eine ganze Weile her. Und ansonsten sind die Knight of the Old Republic Teile beide sehr, sehr weit vorne. Habe ich den Sub mitbekommen? Also ja, den habe ich mitbekommen, aber nein, du hast das Danke nicht verpasst. Ich war nämlich noch im Redefluss. Und in diesem Sinne aber vielen lieben Dank, Simulator-Fan, für deinen Sub. Dankeschön und ganz viel Spaß mit den Kirby-Emotes. So, genau, wie gesagt, falsche Sorte Spiel. Das ist aber falsche Sorte Spiel für mich. Das ist so, ich glaube, wenn man auf so Monster Hunter Dark Souls Sachen steht, ist das, glaube ich, was einem sehr viel Spaß machen kann. Aber ist halt nicht meins. Punkt. Aber wir haben immer wieder Senderausfälle. I see. Wir müssen da, glaube ich, ein bisschen was tun. So. Und hier müssen wir uns jetzt was überlegen, wie wir damit umgehen. Das ist natürlich mein Orbit ist natürlich fürchterlich. Das müssen wir jetzt erstmal gerade drehen. So. Zack. Wundert ja, dass die Raids mitbekommen. Ich bekomme die meisten Sachen mit und dann schaltet mein Gehirn in meinem Anfall von massiver Aufmerksamkeit einfach direkt weiter. Also, wir raten, der Antrieb ist einfach gar nicht an. Ja. Sehr gut. So, jetzt machen wir das hier mal ein bisschen größer. Ich hoffe, das ist bei euch nicht zu laut. Bei mir ist es zum Glück auch nur auf einem Ohr. Es scheint sehr mono zu sein. Holy shit, da hauen wir aber die Delta V raus, ne? Da hauen wir aber die Delta V raus. So, hier müssen wir es anheben. Ich hoffe, das ist nicht zu viel. Puh, ordentlich, ey. So. Wir reden immer noch von Gilly, oder? Wir reden immer noch von Gilly für den Anflug, ja. So, jetzt müssen wir mal schauen. Den hier hinbekommen. Aber ich glaube, das kriegen wir hin. Und Antrax, vielen lieben Dank für den Resub. 25. Monat. Vielen lieben Dank dafür.
Was? Abonniert oder ihr werdet kastriert? Was? Wer sagt denn sowas? So, 6 Tage bis zu dem Manöver. Du machst dir bei Gilly Sorgen um die Delta V. Naja, ich mache mir bei Gilly insofern Sorgen, dass ich dahin kommen muss. Wenn ich erstmal an Gilly bin. Wenn ich erstmal an Gilly bin, bin ich eigentlich ganz entspannt, muss ich ehrlich sagen. So, jetzt haben wir das. Wir haben auch Empfang, das ist gut. Dann machen wir jetzt hier mal das Manöver gleich fertig. Aber ich muss halt schon auch zu Gilly hinkommen, ja. Durchaus ein relevanter Teil des Spiels. Ach so, ihr seid mit dem ganzen Abonnieren, ihr seid irgendwie bei EA oder sowas. Ja, gut, kann man unterschiedliche Meinungen haben. Ich glaube, es hat seinen Pro und sein Contra, oder? Solche Abo-Modelle. Also, ich habe mir zum Beispiel für Ghost Recon Wildlands dann tatsächlich das 15-Euro-Abo gegeben und das jetzt auch wieder gecancelt, weil ich es jetzt nicht mehr groß weiterspiele. Bei Jedi Fallen Order habe ich tatsächlich bei Steam gekauft, statt über das Abo zu gehen, weil ich halt unsicher war, ob mir das gefallen wird. Und das war eine gute Entscheidung. Achtung, wird laut. Aber auch da finde ich das Modell an sich, wenn es monatlich kündbar ist, okay. Und wenn man dran denkt, es monatlich zu kündigen, also ist doch super. Also ich meine, 15 Euro, ich weiß nicht, was es bei EA ist, ich kenne jetzt nur das Epic-Modell, ne? Zu sagen so, hey, herzlichen Glückwunsch, dafür kriege ich dann mein Spiel, das spiele ich und danach kann ich das Abo wieder kündigen oder habe nächsten Monat ein anderes Spiel, was ich spiele, finde ich okay. Hast du mal eine Kette im Orbit, denke nun, der Strom ausgegangen ist. Boah, hast du wieder eingefangen? Ich glaube nicht. So. Zack. Jetzt haben wir das. Jetzt müssen wir mal gucken, wie sich das so verhält, wenn wir jetzt hier mal ein bisschen Gas geben, um zu Gilly zu kommen, also in seine Umlaufbahn. Wo ist denn Gilly dann gerade? Okay, dann machen wir noch eine Runde. Dann gucken wir mal den nächsten Orbit. Wie gut wir ihn erwischen, hätte ich gesagt. General Solo, hi. Outer World ist, glaube ich, von Obsidian Entertainment, meine ich, oder? Ist das? Nee, ist auch von Private Division, meine ich, ne? Ah. Genau, Abus Neo sagt es ganz gut. Es ist immer eine Frage, ob es sich für einen selbst lohnt. Wenn man Sachen hat, wo man sagt, ich bezahle einen relativ kleinen Obolus und kann dafür sehr, sehr viel Nutzen rausziehen, ist ein Abo, glaube ich, eine gute Sache. Wenn so ein Abo einfach vor sich hingammelt, weil man vergessen hat, es zu kündigen, dann ist es natürlich ein sehr teurer Spaß. Das muss man schon sagen. Und ich finde bei vielen Titeln heutzutage, die irgendwie Vollpreis so ihre 50, 60 € gerne mal nehmen, ist es, glaube ich, voll okay. Dafür ist es voll okay. Haken an der Sache ist natürlich, das muss einem klar sein. Bei so einem Abo-Ding, mir gehören die Spiele halt nicht, ne? Also ich kann die dann halt spielen. Also ich finde, für Spiele mit einem hohen Replayability-Wert, ich spiele da nicht nur eine Story durch, Hashtag KSP, ist das nochmal eine andere Nummer als für irgendwas mit einer Storyline, wo man so einmal durchzieht. Also ich hätte jetzt bei Jedi Fallen Order zum Beispiel wahrscheinlich auch nur einmal die Story durchgespielt, wenn überhaupt. Gutes.
Bierbauch, vielen lieben Dank für den Sub. Simulator-Fan, du hast Probleme, die zum Laufen zu bekommen. Ich glaube, ich könnte mir schon fast vorstellen, was dein Problem ist. Du musst das Solarpanel mit dem Ingenieur aufstellen. Dann kriegst du mehr Strom raus. Wenn der Wissenschaftler das aufstellt, erzeugt er nur einen Strom. Du brauchst aber zwei für die Basisstation und das Experiment plus alle weiteren Experimente. Wenn der Ingenieur es aufstellt, macht er, glaube ich, drei oder vier Strom. That's the trick. That's the trick. So, jetzt müssen wir mal schauen. Add Maneuver. Was passiert jetzt hier, wenn wir hier. Ach, das ist schon erst im nächsten Orbit? Nee. Im Leben nicht, oder? Aber wir müssen jetzt an der Stelle vorbei, glaube ich. Lass uns mal ein bisschen fliegen. So, Gilly tanzt da hinten rum. Wir sind hier. So, jetzt müssen wir mal schauen. Wir fliegen jetzt mal an der Stelle vorbei, wo wir jetzt unseren Closest Approach haben und warten mal auf den nächsten Closest Approach. Mal gucken, ob da irgendwas kommt, mit dem wir was anfangen können. Oder ob wir noch einen Orbit warten müssen. Okay, das ist unser neuer Closest Approach. Herzlichen Glückwunsch. So, da ist er da. Da können wir noch einen Orbit rum. Okay, wir arbeiten dran. Das dauert jetzt ein bisschen. Das ist gerade ein bisschen nervig mit dem immer wieder Funkabriss. So, ich bin mal ganz guter Dinge. Ah, shitty, jetzt verpassen wir ihn, oder? Kriegen wir ihn irgendwie hier? Das kriegen wir aber gelöst. Das kriegen wir gelöst im Sinne von. Im Sinne von. Jetzt mal gucken, ob wir hier irgendwie rauskommen. Also nicht. So, wenn ich jetzt hier bin, kann ich doch einfach. Das wird teuer. Aber kriegen wir. Hoffe ich. Oh, holy shit, ey. Bin mir nicht sicher, ob ich das Manöver machen will. Ah! Was ist denn, wenn ich im nächsten Manöver? Wir sind ja. Sending Node relativ safe. Add Manöver. Treffe ich ihn auch nicht richtig? Ne. So kriege ich ihn. Und bin dann auch schon relativ langsam an dem Punkt. 500, ja, machen wir. Nicht sonderlich. Jetzt haben wir natürlich genau gerade keinen Empfang. Jetzt müssen wir kurz warten, bis der wiederkommt. Bisschen ärgerlich, das wird nicht der exakteste Treffer auf dem Manöver. Muss mal so zu formulieren. Ich hoffe, es dauert nicht zu lange. Satelliten kommen da gerade wieder vor. Jetzt haben wir wieder Empfang. So. Bis später, Ludus. Gut. Schönen guten Abend, Kurt Cobra. Dann mal Feuer frei, hätte ich gesagt. Die Mission ist verflucht. Naja, so weit würde ich nicht gehen. Aber die Mission ist schon ein bisschen anstrengend. Trifft es ganz gut. Sie verhält sich uns gegenüber nicht besonders kooperativ. Aber auch das wird noch klappen.
So. Sehr schön, Leute. Sind wir doch unterwegs. Für nächste Woche habe ich ein kleines Goodie, schon mal als Vorabinformation. Ich werde aber auch noch was zu schreiben. Nächsten Sonntag, ich bin ja nächstes Wochenende zusammen mit dem Major auf der Gamevention in Hamburg. Erstmal alle von euch, die eventuell da sind. Das ist eine Spielemesse. Bin mir ziemlich sicher, es gibt bestimmt auch noch Tickets. Das ist das erste Mal, dass es die gibt. Also spontaner Wochenendtrip nach Hamburg. Können wir uns gerne treffen. Also ich werde auf jeden Fall da sein, auf der Messe irgendwo rumrennen. Falls jemand von euch da ist, quatscht mich gerne an. Ihr wisst besser, wie ich aussehe, als ich weiß, wie ihr aussieht, wenn ihr versteht, was ich meine. Und ansonsten sieht es so aus, dass ich wohl am Sonntag von 16 bis 18 Uhr einen Slot bekommen habe, um auf der Messe in der Streaming Corner für 2 Stunden KSP streamen zu können. Da werde ich, glaube ich, mal so ein KSP 101 machen, also quasi nächstes Wochenende. Das ist der 21., 22., 22., 23., also das Wochenende halt, das was jetzt kommt. Ah, zu viel geredet, zu wenig geflogen. Genau, also wenn ihr da in Hamburg seid auf der Gamevention, sagt Bescheid oder kommt gerne vorbei. Und ansonsten werde ich auch noch die entsprechenden Infos posten, wo ihr den Kanal findet. Das heißt für Colonization, dass ich wahrscheinlich ein bisschen später erst zu Hause sein werde. Logischerweise, wenn ich um 18 Uhr noch in Hamburg bin. Da muss ich mal gucken. Da werden wir wahrscheinlich, ich denke mir was aus, wahrscheinlich erst so um 20 Uhr oder sowas mit Colonization starten. Irgendwie so. Mal gucken. Und ich bin nächste Woche auch noch unter der Woche unterwegs. Und werde deshalb am Dienstag nicht streamen können. Am Donnerstag sollte klappen. Am Donnerstag sollte klappen, aber am Dienstag leider nicht. So, jetzt müssen wir hier nochmal ein bisschen korrigieren. Das liegt jetzt natürlich einfach darin begründet, dass ich das Manöver richtig verrissen habe. Yes, but actually. So, lass uns das noch schnell machen. Ich mache das auch jetzt. So, und da muss ich mal kurz gucken. Gilly sagt 30 Delta V pro Landung. Das heißt, wir kommen noch relativ gut klar. Wir müssen ein bisschen noch verbrauchen, um einzubremsen. Also ich denke, wir werden unsere Probe ganz gut ausschöpfen können. Was? Da hat er aber ein wenig viel über sich selbst verraten, wenn du im Umkreis von 2 Stunden um Hamburg wohnst. Ich wohne im Umkreis von 1 Stunde von Hamburg. Genau genommen wohne ich in Neumünster, aber das sagte ich schon so oft, dass ich das, dass das nicht mehr unter Verraten gilt. Also von daher, alles gut. Also mein Chart sagt ganze 30 Delta V für aus einem 10 Kilometer Orbit auf Gili landen. Also brauchen wir pro Landung 60. Also haben wir noch 10 Starts und Landungen im Moment frei. Landungen und Starts in dieser Reihenfolge. In dieser Reihenfolge. So, abgehakt. Warum tut er das? Why? Why? Das macht mich doch auch traurig. Ehrlich jetzt. Gut. So, wir warten jetzt die 1 Minute ab und fliegen das sowas von vorschriftsmäßig. Wie gesagt, das gilt einfach nur, falls ihr eh zufällig auf der Gamevention seid. Ich bin gespannt, was die Messe so kann. Ist eine neue Messe. Major und ich hatten halt gesagt, also damals, als wir die Karten uns geholt hatten, war noch nicht so richtig viel bekannt. Aber wir hatten halt gesagt, so, hey, wenn sich so ein Format, so eine Messe in Deutschland, in Norddeutschland da neu findet, werden wir das auf jeden Fall unterstützen. So, 128 Kilometer Closest Approach. Ich werde das irgendwie hinkriegen. Von hier vorne aus.
einzubremsen. Mal gucken, kriegen wir irgendwie hin. Genau. Und deshalb hatten wir gesagt, wir gehen da auf jeden Fall hin und schauen uns das an. Und ich kann halt auch nichts sagen, erwartungshaltungsmäßig, was das wird oder nicht wird. Wir werden sehen. Ich glaube, der große Vorteil, dass dann so ein Vogel wie ich... Ah, das Science Lab ist fertig. Okay, ja, das machen wir dann gleich. Ja. Dass so ein Vogel wie ich da streamen darf. Ich bin ja jetzt nicht so riesenbekannt, glaube ich. Über 3000 Follower habe ich gehört. Hashtag über 3000 Follower. Also fast sowas wie ein erfolgreicher Streamer. Muss jetzt gerade nicht sein. So. Ist, glaube ich, der große Vorteil, weil diese Messe eben noch neu ist und sich jetzt etablieren muss. Ob ich da nächstes Jahr nochmal streamen darf? Ich habe so Vermutungen. Ich glaube, dass die nächstes Jahr auf so Leute wie mich nicht mehr angewiesen sind. Also rutschen wir dieses Jahr einfach noch schön stumpf mit rein. Und werden mal gucken, was sich da so machen lässt. Ja, das schöne Landsberg am Lech. Schön, schön, schön. Mit dem Wildtiergarten und der Staustufe, Staudamm. Wie sagt man das? Staustufe, Staudamm? Ja. Ich hoffe, dass uns die Funkverbindung nicht foppt. Aber wir haben einen sehr guten Abschnitt eigentlich, in dem wir eine Abdeckung kriegen. Und nur einen sehr kurzen Aussetzer. Wir kommen jetzt zeitlich in einem guten Moment rein, glaube ich. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich glaube, wir bremsen das. Also wir haben jetzt eine ganze Weile Zeit. Da hinten kommt unser Signal her. Da steht unser Satellit im Moment. Ja, aber womit ihr mir einen großen Gefallen tun könnt, wenn ihr mögt und ein bisschen Bock habt, dann natürlich gerne. Ich werde den Kanal auch nochmal kommunizieren. Ich denke mal, wir werden ja über den Gamevention-Kanal dann da streamen. Dass ihr einfach mal reinguckt und ein bisschen... Cheered, yay. Kirby-Emotes bis zum geht nicht mehr und so weiter. Genau. Um zu zeigen, dass das natürlich ein absolut abgefahren gutes Spiel ist. Und ich völlig berechtigt diesen Streamer-Slot dort habe. Yay. Hashtag völlig berechtigt. Ja, die Geschwindigkeiten bei Gilly sind wirklich nichts für schwache Nerven. So, ich bremse jetzt mal. Solange wir noch Funkverbindungen haben. Dass das hier auf jeden Fall schon mal in einem Gilly-Orbit endet. So, also ich bin ganz zuversichtlich, dass wir 600 Meter pro Sekunde übrig behalten. Braucht man sowas wie einen Relay-Satelliten für den Empfang? Ja, das ist mein Relay-Satellit. Also da ist eine große Relay-Antenne drauf. Da sind auch noch kleinere Relay-Antennen drauf. Und ich relay quasi, also diese Antennen hier nutze ich quasi, um dorthin zu relayen. Deshalb sieht man das auch. Und der wiederum... Wenn ich das einschalte, relate für mich zurück nach Kerbin. Deshalb habe ich immer eine Unterbrechung drin, wenn der für mich hinter Eve verschwindet. Wir haben gerade eine sehr, sehr schöne Position eigentlich von Gilly selber zu Eve, zu Kerbin, dass wir ein sehr großes Fenster haben, in dem wir arbeiten können. Also von daher ist das eigentlich ganz gut. Ich denke, wir haben hier gute Grundlagen. So, ich werde jetzt noch ein bisschen bremsen. Wir gehen jetzt erstmal auf so ein, weiß ich nicht, 20 Kilometer oder so Orbit runter. Ich will nicht in irgendwelchen Bergen landen. Das ist bei Gilly immer ein bisschen gefährlich. Deshalb nehmen wir erstmal 20 Kilometer mit. So, und jetzt machen wir erstmal, solange das noch geht, solange hier alles ganz entspannt ist, die Wissenschaft High Over Gilly fertig. Wo ist denn Gilly, die alte Kartoffel? Da.
Da ist Gilly, die alte Kartoffel. Lasst uns Wissenschaftspunkte sammeln. Ich mache hier mal die Übersichtsliste an, damit ich weiß, dass ich nicht noch irgendwas vergessen habe. Okay, wir haben nicht ganz so viel mit. Also nicht ganz so viel im Sinne von. Verglichen mit dem Mutterschiff. So, Strom ist ganz gut im Moment. Wir stehen auch gut in der Sonne. Also auch das sollte passen. So, auf World First Milestones. Das gibt, glaube ich, sogar Bonus, weil Gilly irgendwie noch zu Eve mit dazu zählt, meine ich. Ich glaube, das alles All Things Gilly zählen, glaube ich, noch. So. Das haben wir. Dann machen wir hier einmal die Gubei-Sachen. Mystery Goo. Ich sende es raus. Ich kann es nicht nach Hause bringen. Ich kann es. Wer wäre Gilly in unserem Sonnensystem? Ehrlich gesagt, wäre Gilly so ein oller Asteroid. Sowas wie, ich glaube, so Phobos oder Deimos würden der Sache noch am nächsten kommen. Also die beiden Marsmonde, die eigentlich auch sehr klein sind, aber selbst die sind noch gigantisch groß verglichen mit Gilly. Im Prinzip ist Gilly ein oller Asteroid. Nicht mal ein besonders großer. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Ich meine, ich glaube, selbst Ceres wäre größer, oder? Das ist. Wie groß ist das Ding hier? Ah, 13 Kilometer Äquatorialradius. Wie viel hat Dings? Ceres Asteroid Wikipedia. Ceres hat einen Äquatordurchmesser von 964 Kilometer. Forget it. Forget it. Pallas ist auch noch 564 Kilometer. Also sehr klein. Sehr, sehr, sehr klein verglichen mit unserem Sonnensystem. Das stimmt. Im Körpersystem ist natürlich alles so irgendwie Faktor, ich glaube 1 zu 10, 1 zu 6, kleiner. Trotzdem sehr klein. Sehr, sehr, sehr klein. Kazit, vielen lieben Dank für dein Resub im 19. Monat. 110 Leute am Zuschauen, am Schauen zurzeit. Gratulation. Ja, vielen lieben Dank. Ich blende mittlerweile die Zahlen einfach komplett aus. Also hallo an euch, 110 Leute. Schön, dass ihr da seid. Dürft gerne den Chat mit benutzen. Und Kanilmo, vielen lieben Dank fürs Follow. Ja, ich habe festgestellt, dass Streaming für mich irgendwie sehr viel entspannter ist, wenn ich die Zahlen gar nicht sehe. Deshalb danke für diese Information. Ich möchte nicht sagen, I don't care, aber ich habe beschlossen, nicht mehr zu caren. Ich habe beschlossen, nicht mehr so intensiv zu caren. Im Sinne von, während dem Stream nicht reinzugucken. So. Zack. Observe Materials Bay. Auch damit raus. Mal gucken. Ah, stromtechnisch kriegen wir das hin, ne? Ja, das sieht gut aus. So, was haben wir dann noch? Die. Oh, wir haben richtig viel Stuff. Ja, ich bin auch froh, ich habe lange jetzt ohne die Musik gearbeitet. Aber ich habe sie jetzt mal wieder angeschaltet. Ich war ihr ein wenig überdrüssig, das gebe ich auch ganz ehrlich zu. Mir war das irgendwann ein bisschen zu viel. Ich konnte es nicht mehr hören. Es hing mir quasi wirklich, wirklich zu den Ohren raus, im wahrsten Sinne des Wortes. Nicht zum Halse, nein, zu den Ohren. Aber mittlerweile höre ich sie auch wieder ganz gerne. Gravity Scan? Wer macht einen Gravity Scan? Wo ist der denn jetzt mit drin? Gravity Scan. Ja, nee. Ach, da. Der ist da. Ah, der ist schon ausgefahren. Deshalb. Ah, deshalb sieht er so komisch aus. Alles gut. Ignoriert mich bitte, ignoriert mich. Ich mache ja nur Raumfahrt. Ich bin einfach ein bisschen dumm. So. Die Zahlen in den Chat zu ignorieren ist einfach nur konsequent. Ja, dann kann mir keiner vorwerfen, ich würde selektiv auf gewisse Sachen nicht gucken. Zippel Chris, schönen guten Abend.
Caren im Sinne von sich Sorgen und Gedanken darüber machen. Caren muss man natürlich immer. Wir leben hier schließlich in Deutschland und angrenzenden deutschsprachigen Staaten. Und ich denke, wenn wir eine Sache gemein haben, ist es, dass man von den Nachbarn verklagt wird, wenn man nicht kehrt. So. Good News. Wir sind mit den Science-Sachen schon mal soweit durch. Jetzt kommt der lustig unterhaltsame Part. Ich stelle fest, ich habe kein Orbital-Teleskop mitgenommen, weil ich vermutlich habe ich mir irgendwas dabei gedacht, aber es ist schade trotzdem, dass ich es nicht getan habe. So, jetzt gucken wir mal was nach. Und zwar gucken wir jetzt mal nach, ob wir mit dem großen Glück gesegnet sind an der Periapsis Funkkontakt zu haben. Das sieht, glaube ich, ganz gut aus, wenn wir nicht noch ein bisschen länger rumalbern hier. Ja, das sieht gut aus. Das sieht doch ganz gut aus. Der ist noch lange vor Untergang, glaube ich. Wir müssen halt immer nur ein bisschen aufpassen, dass wir nicht in dem Moment, wo unsere Triebwerke laufen oder sowas, einen Funkabriss bekommen. Aber wir haben da auch noch mal ein Relay, ein weiterführendes. Das heißt, wenn der jetzt hinterm Horizont verschwinden würde, die Relays haben sich mittlerweile ganz gut verteilt, muss ich sagen. So, das sieht gut aus. Dann machen wir jetzt hier nämlich unseren Orbit noch ein bisschen tiefer, damit wir auch nicht ganz so lange brauchen. So, da muss ich gleich mal gucken. Schwupp, da dreht er. Dann muss ich jetzt gleich mal gucken, sind wir schon low over? Nee, ist noch high over, aber Gravity Scan geht. Gravity Scan geht auf jeden Fall. Sehr gut. Okay, das heißt, wir müssen noch ein bisschen tiefer. Ich traue mich das jetzt mal. Meint ihr, 12 Kilometer ist noch safe? Wir dürfen eh nicht mehr so dolle Zeitraffer, ne? Oh wow, Leute, das wird echt zäh. Das wird richtig zäh. Aber das wird auch einen Haufen Kohle bringen. Nachdem ich ja jetzt ein bisschen was ausgegeben hatte. So, wie gesagt, wir gehen jetzt mal auf 12 Kilometer runter und hoffen das Beste. Ich müsste da hinten auch noch ganz gut. Was, Chico? Ich müsste da auch noch ganz gut Empfang haben. So lange pushen wir hier einfach erstmal schon von allen Biomen die Gravity Scans raus. Das ist gut, dann haben wir das nämlich schon mal, weil die Biome, die einzelnen, das ist ja, wo To Boldly Go für uns triggert und uns viel Kohle extra nochmal reinschwemmt, weil wir 50.000 pro Biom bekommen, was wir noch nicht besucht haben. Also das ist schon mal eine schöne Sache, das aus dem High Orbit mitzunehmen. Da kommen dann natürlich auch noch mal ein bisschen Wissenschaftsdaten, wenn wir low over gehen. Und ich habe vor allen Dingen ja auch noch einen Haufen Experimente für Bodenoperationen mit dabei. Also wir können Bodenproben nehmen. Ich habe einen Bohrer mit dabei, der, ich glaube, drei Bodenproben drillen kann. Ich habe einen Core Drill mit dabei. Ich habe einen Laser Ablator mit dabei und ich habe einen Seismic Impact Hammer mit dabei. Ich bin also eigentlich guter Dinge, dass wir hier am Boden noch ganz gut was einsammeln können. Mal sehen, mal sehen. Da müssen wir uns jetzt nur erstmal hinbewegen und das scheint eine Weile zu dauern, um es mal so zu formulieren, weil unser Orbit nicht so besonders schnell ist. Oh Mann, der ist sogar ziemlich langsam, ehrlich gesagt. Selbst Winter macht Eve Giddy unbekümmert. Ja. Das ist vor allen Dingen, man hat es ja auch gesehen an den Probes, dass es eine gute Entscheidung war, hier erstmal ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Wobei ich glaube, dass ein paar Sachen bekörbelt besser geklappt hätten. Aber wir sind einfach auch technologisch noch nicht so weit. Also ich glaube, dass diese Mission hier tatsächlich der Durchbruch ist, der uns in die technologische
technologisch in die Möglichkeitsebene versetzt. Guck mal, wie viel Science wir mittlerweile haben. Und das Labor liegt auch noch voll in der Gegend rum. In die Technologiesphären versetzt, dass wir endlich wirklich auch langfristige Missionen mit Kerbals machen können. Das Ding hier müssen wir aber wohl oder übel nochmal ansetzen in einem Jahr und 70 Tagen. Das wird nichts helfen. Es wird nichts helfen. So, wir sind jetzt immer noch high over. Das ist ja völlig abgefahren. Wie tief muss man denn hier gehen? Ich bremse mal noch ein bisschen weiter. So, ich kriege jetzt aber langsam ein bisschen Tränen in den Augen. Weil Gilly hat so ein paar ganz ungünstige Kartoffelberge. Lasst uns mal so auf 8000 Meter gehen, aber mehr traue ich mich im Moment noch nicht. Wahrscheinlich wird es unter 10 erst greifen, oder? Wir haben auf jeden Fall einen sehr schönen Flugpfad, der uns bis auf einen sehr kleinen Sektor hier hinten eigentlich immer ganz gut. Ich glaube, wir werden hier irgendwo unsere erste Landung auch machen, dass wir guten Blickkontakt auf Eva haben. Also der uns sehr gut in Blickkontakt halt hält. Ja, die Yule Science würde auch einen ordentlichen Schub geben, aber ist halt noch Jahre hin, ne? Jahre. Der Größe platzt Gilly eher als deine Probe, ja. Low Gilly erreicht man erst, wenn man so tief ist, dass man auch irgendwo aufschlagen kann. Das kann natürlich sein. Wie gesagt, ich würde jetzt gleich mal gucken, wenn wir hier oben sind und unsere Konstellation mit dem Relay-Satelliten irgendwie nicht völlig dagegen spricht. Ah, wir funken durch den Berg durch. Wir haben gute Antennen mitgenommen. Sehr gute Antennen. Wir sind auch zum Boden nur noch so knapp 3 Kilometer entfernt, ne? Die Frage ist, wollen wir das jetzt gerade riskieren? Ich meine, wir haben noch ein bisschen. Wir könnten hier unsere Landung machen, ne? Wollen wir es riskieren? Dauert halt einen Moment, ne? 14 Minuten, 13 Minuten. Ugh. Nicht mehr lange bis zum Untergang unseres Satelliten. Ja, wir bremsen das jetzt ein. Kommt. Was soll der Geiz? Wir setzen zur ersten Landung an. Wann? 17 Minuten. Am Arsch. Wir müssen jetzt hier landen. Macht gleich ein bisschen Druck nach unten. Gilly hat verschiedene Biome. So, und was wir jetzt machen, ist tatsächlich, wir geben jetzt Gas nach unten, damit wir schneller auf den Boden kommen. Also ich brenne jetzt quasi einem Absturz entgegen. Damit sich das hier zumindest ein bisschen beschleunigt. Weil sonst verlieren wir. Oh, das ist auch gefährlich, ne? Ich weiß nicht, ob wir da Funkkontakt haben. Nicht die ganze Zeit, auf jeden Fall. Mal sehen. Mal sehen, ob uns das reicht. Viel? 3 Minuten. Ja, Eve, so im Hintergrund ist echt schön, ne?
Wir sind immer noch high over, das ist total abgefahren. Ich hoffe, er landet das. Und ich hoffe, wir kriegen keinen Funkabriss durch den. Durch den Berg. Sagt die Karte. Wir haben noch Zeit. Also am Satelliten wird es nicht liegen. So, jetzt nutzen wir die Zeit mal. Magnetometer scannen. Ah, so viel broken in der neuen Version. Was war das alles? Yes, please. Yes, please. Yes, please. So. Und last but not least. So Leute, das rockt richtig rein. Den fahren wir aber sicherheitshalber erstmal wieder ein. Hast du RCS-Triebwerke? Nee, habe ich nicht. Aber wir werden das gleich einmal sauber runterbremsen. Da müssen wir gleich mal gucken. Also der Satellit, über den wir relayen, steht dort. Das wird knapp. Ich denke, wir werden den Rest dann einfach den Autopiloten machen lassen. Also im Sinne von, ich nehme den Horizontal Speed vor allen Dingen auch mal raus. Shit, shit. Traue ich mich noch mal zu drehen. So. Und jetzt müsste eigentlich, hoffentlich, die Schwerkraft, die Landezonenanzeige ist ein Teil von Kerbal Engineer. Das kommt hierher. So, jetzt müsste eigentlich die Schwerkraft für mich den Rest machen. Und der Impact sollte hoffentlich kein Problem darstellen. Ich habe noch mal ein bisschen Möglichkeit zu bremsen. So, weil wenn wir jetzt das Funksignal verlieren sollten, kommen wir halt immer noch. Gut aus. Ich habe immer noch Funk, woher auch immer. Gilly ist wohl aus nicht funkblockierendem Material gebaut. Yay. Was vieles einfacher macht. Oh. Also ohne Zeitraffer wirst du ja hier wahnsinnig, ey. Sehr gut. Ich hätte nicht gedacht, dass wir die gesamte Zeit hier Funkkontakt behalten. Bin sehr positiv überrascht.
Aber muss ja auch mal sein. Schönen guten Abend, Gribu. Muss ja auch mal sein. So, nachdem wir auf Eve so großflächig Probleme hatten, darf ja auch mal was funktionieren. Stehen auf einem Bein. Houston, we have a mission. Kirby, we have a mission. Das ist noch die 172 im Moment. So, Magnetometer-Scans, bla, alles. Alles, was gut ist, machen wir jetzt mal eben schnell. Die gute Nachricht ist, wenn jetzt irgendwo, das Signal wegfallen sollte. Und ich glaube, wir werden auch nicht starten, bevor wir nicht eine Revolution unseres Satelliten abgewartet haben. So, und guck mal, jetzt kommen die ganzen coolen Sachen. Lasers. Laser all them things. Sehr schön. Okay, spricht nicht an. Hydrogen Data. So, wie viel Wasserstoff gibt es hier? Nothing of much interest. Winter hat mit einem Landung im Kranichstil. Sehr schön. Sehr schöne Referenz. Gefällt mir. Kann man so machen. Zack. So, wir haben auf jeden Fall hier nochmal einen World First Milestone. Gebt euch die Summen, die wir auch bekommen, ne? Auch geldtechnisch auf jeden Fall. Wir sind fast bei 2 Millionen schon wieder. Obwohl ich das Astronaut Center für, ich glaube, 500.000, 600.000 ausgebaut habe. Not bad. Not bad. So, Mystery Goose. Wir haben noch zwei Stück. Wir transmitten, was geht. Gravity Scans, raus damit. Der braucht einen Moment, der ist sehr, sehr groß, der Gravity Scan. Der hat irgendwie 60 Mips, wie auch immer Sie das messen hier. Seismic Scan hat auch 50 Mips, der würde auch einen Moment dauern. So. Oh, da ist uns. Der Strom abgesoffen unterwegs. Also den Seismic Scan müssen wir noch mal rausschicken gleich. So, wir können aber die anderen Experimente erstmal machen. Nein. Okay, der funktioniert hier nicht. Aber er funktioniert. Extract Surface Sample. Gebt euch das. Richtig gut. Richtig, richtig gut. So, das noch uploaden. Genau, wir bohren nach Öl. Wir sind ein eher amerikanisches Raumschiff und würden hier gerne auf Öl prüfen. Den hatte ich noch gar nicht gemacht, ne? Ach so. Ja, das müsste gehen. Transmit Data.
So. Sind wir jetzt komplett durch mit den Dingern? Haben wir keine Samples mehr offen? Das wäre schade. So, da ist aber noch einer drin. Das Ding ist. Leer. Okay. Hier ist. Eins noch, glaube ich. Genau, viel davon ist die Magic Orbital Science. Achtung, in Kombination mit Universal Storage. Also dieses, dass ich diese Geräte hier so als Einsätze für diesen Universal Storage Kern habe, ergibt sich aus der Kombination von zwei Mods. Das ist die Magic Orbital Science für die Experimente an sich. Die gibt es dann auch immer so zum draußen dran klatschen. Und wenn du sagst, du möchtest dir so ein richtiges Wissenschaftsbay bauen, auf jeden Fall noch Listen, Universal Storage dazu Tranquility nehmen. Base here. The Eagle has landed. Und Mackes, vielen lieben Dank für den Resub. 22. Monat, tatsächlich nicht mehr lang bis zum Zweijährigen. So, Review Data, das müsste jetzt klappen mit dem Senden. Das sind auch nochmal fast 200 Wissenschaftspunkte. Wir haben die 3000 schon durchbrochen. Richtig gut, Leute. Richtig gut. So, jetzt müssen wir einmal den Strom aufladen lassen. Guck mal, jetzt verschwindet auch gleich unser Relay-Satellit. Naja, gleich, also bald. Ich meine, er ist noch vor dem Planeten im Moment, wenn ich das richtig sehe. Ja, wir könnten auch theoretisch noch anfangen, Orbit zu fliegen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, ich warte das lieber ab. Ich glaube, ich warte es lieber ab. Den können wir mal retracten schon mal. So. So, der Seismic-Scan müsste jetzt aber rausgehen. Review Data und ab dafür. Der ist halt echt wirklich fies groß. Aber diesmal schafft das, glaube ich. Knapp, aber er schafft's, ja. Sehr schön. So, damit haben wir hier schon mal alles bedient. Dann würde ich sagen, lassen wir die Probe jetzt einmal aufladen und nutzen den großen Vorteil, gelandet zu sein, als Zeitraffer. So, ich hoffe, wir drehen uns nach hinten weg, ne? Oh, das könnte hässlich sein. Müssen wir mal gucken. Okay, wir bekommen wieder Funk. Das ist gut. Dann starten wir jetzt ganz schnell. Scheinbar ist Gilly nicht fest genug, um Widerstand für Funk zu liefern. Das heißt, wir starten jetzt in den Polarorbit und landen einfach auf dem nächsten. Wir haben jetzt Midlands abgegrast. Auf zum nächsten Biom. Und ich starte Richtung Norden, damit wir gar nicht erst hier groß anfangen. Wie weit sind wir denn schon? Schon ein ganzes Stück. So, ich will, dass da was anderes steht als Midlands. Gucken wir mal. Ach, Impact-Biom. Ich, Kasper. Wir waren jetzt aber gerade in den Midlands, ne? Impact Biome ist schon längst Highlands. Ich müsste vielleicht auch auf der richtigen Seite gucken. So, das reicht mir schon. Das reicht mir schon. Da ist hier hinten noch irgendein Relay. Maybe. Aber eigentlich nur die Sachen hier. Die so weit relayen. So. Ja, das ist manchmal ein bisschen komisch. Er relayt halt irgendwie durch den Planeten durch, aber oder durch den Mond durch. Aber ich bin da bei Gilly jetzt auch nicht super traurig, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil wegen, naja, Gründe halt, ne? So, wir machen schönen Retrograd-Anflug hier. Und ich nehme den Physics Time Warp rein. Wir haben 11 Minuten bis zum Suicide Burn. Wir nehmen den jetzt mal tatsächlich mit, weil unsere Sonde, die Relate, ist gerade aufgegangen. Ist jetzt noch auf einem relativ hohen Teil ihres Orbits unterwegs. Also es kommt erst noch der komplett hohe Teil, bis sie für uns wieder untergeht. Und sie Relate in diese Richtung. Das heißt, das einzige Dumme, was uns passieren könnte, und das passiert auch nicht, wäre, dass wir irgendwann der Blocker sind. Ja, passiert uns das auf ihrer Bahn? Ich glaube nicht. Nee, ich glaube nicht, dass da eine Blockade zustande kommt. Das sieht also alles ganz gut aus.
Wir müssen es jetzt nur in einem Stück in die Highlands schaffen. Sokobananen, hey, Visors? Hm? Diese Referenz verstehe ich leider nicht. So. Wir müssen es jetzt nur in die Highlands schaffen, dann können wir nochmal locker flockig bestimmt 400, 500, 600, da vorne ist schon das Impact-Zeichen angezeigt. 400, 500, 600, vielleicht ein bisschen mehr sogar. Naja, okay, ein paar Experimente werden nicht mehr funktionieren, ne? Ich glaube, wir haben unseren Goo und unser Materials Bay verschossen. Habe ich so das Gefühl. Wir werden sehen. Aber wir haben auf jeden Fall mehr als. Gilly hat wahrscheinlich einfach eine. Gilly besteht wahrscheinlich aus. aus diesem Bimsstein. Dieses grobporige Gestein. Was so als Schlacke und sowas abfällt beim Stahlschmelzen. Da kann es halt einfach durchfunken, weil überall Löcher drin sind. Würde auch ganz gut zur Gravitation passen. Ich kann das mit dem Giddy-Funken erklären. Kann ich einen Link posten? Du kannst dir gerne von den Mods ein Permit dazu holen. Und wenn die dir ein Permit gegeben haben, darfst du natürlich auch gerne einen Link posten. Na klar. Ich glaube, beim Roverfahren auf Gilly wirst du wahrscheinlich so Triebwerke brauchen, die dich an den Boden runterpressen. Pretty sure. So. Ich werde jetzt mal schon mal ein bisschen bremsen. So verlasse ich mich darauf, dass die Landung klappt mit Funk. Ist mein Kerbal Redeem angekommen? Ich habe nichts gesehen. Sekunde. Also ich sehe nichts in den Übersichten. Deshalb sage ich jetzt erstmal, ich glaube nicht, Honi süß. Aber ich gucke nachher nochmal in Ruhe. Ich würde es jetzt ungern während der Landung machen. Da passiert nur Blödsinn. Ich habe nichts mitbekommen. Das Streamlabs-Ding scheint auch noch die Alerts nicht sauber zu unterstützen. Leider. Also, dass man das als Streamer dann also als Alert einspielen kann. Irgendwie. Will Streamlabs das noch nicht so richtig? Es gibt den Auswahlknopf. Aber er spielt sie noch nicht ein. Wahrscheinlich, weil es immer noch ein Beta-Feature ist. Gilly ist bestimmt sowas wie Milky Way. Den kannst du halt auch reinlegen in Milch und dann schwimmt der. So, 130 Meter noch. Schön auf so einer Welle da, Delle, irgendwas, auf irgendwas Blöden. Auf jeden Fall. Leute, das klappt doch ganz gut. Also so schlecht wie Eve funktioniert hat, so gut funktioniert Gilly. Schön am Hang. Schön am Hang. Muss ja, ne? Thank you.
Sind mal nicht so. Wir lassen ihn mal richtig sich hinstellen. Die Gravitation arbeitet sehr gemächlich hier. Scheinbar arbeitet sie auch gar nicht richtig. Der Drehimpuls von Gilly lässt uns schon wieder in die andere Richtung kippen. So, Highlands, Baby, one more time. Also hier ist Feierabend, wenn ich das richtig verstanden habe. Und zwar bei beiden. Gefühlt habe ich erst 3 Experimente gemacht. Eigentlich hat jedes 2 drin, aber ich mag mich irren. Gut, dann ist das so. Also, Mystery Goo und Material Study entfällt leider. Sehr leider. Aber die anderen Sachen können wir noch machen. Der Ätherwind. Ich glaube, das mit dem Äther ist auch schon seit ein paar Jahren nicht mehr aktuell mit Grimmarie. Ich bin mir aber nicht so sicher. Die Wissenschaftler streiten sich noch. Heutzutage streiten sich die Wissenschaftler über alles. Man ist sich ja nicht einig. Das ist auch völlig korrekt, dass Wissenschaftler sich streiten, aber ich finde, das wird immer so eine ungünstige Verquickung von wir sind uns gar nicht sicher. Doch, wir sind uns ziemlich sicher, nur weil sich manche Leute streiten. Damon, vielen lieben Dank für 10 Monate. Hey. Dankeschön für den Resub. Lasers. Oh nein, wir haben ein Loch durch Gilly geschossen. Hinten unseren Relay-Satelliten so pff, kaputt. Volle Verfechterin der Äther-Theorie. Alles gut. Leider nicht mehr so viele Kollegen für dich da zum Diskutieren. Ich glaube, die meisten sind mittlerweile durch. So, das ging ja nicht. Hatten wir uns ja geeinigt. Bisschen klopfen geht. Surface Hydrogen. Let's do this. Ah, immer noch nichts. Immer noch nichts. So, Temperatur. Jop. Atmospheric Pressure. Ja, wie wir feststellen, immer noch kein Atmospheric Pressure, weil keine Atmosphäre. So, Gravity Scan. Danach müssen wir der Batterie mal kurz Zeit zum Erholen geben. Ich würde sagen, ein hervorragender Zeitpunkt, um unseren Bohrer ins Gestein zu treiben. So. Und Extract Surface Mining Sample. Vielen Dank dafür. So, dann haben wir noch den Seismic Scan, das Ding und wir können noch einmal hämmern. Oh, wir haben uns vom Boden weggehämmert. Nein! Oh. Sometimes things go horribly wrong. Zum Glück ist das kein echter Stein. Houston, wir setzen zur Landung an. Alles wird gut. Alles wird gut. Ha. Kinder, immer ordentlich am Boden verzorn, wenn ihr auf so Kleinstplaneten euren Hammer auspackt. Sonst zerrt's euch zurück in den Orbit. So, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich den hier schon durchbekomme. Der müsste aber eigentlich reichen, der Seismic Scan. Feuerfrei. Oh, das wird knapp. Reichlich knapp. So, lasst uns fliegen, oder? Ich meine, oh, das sollte ich schleunigst wieder anmachen. Der Satellit steht da. Wir haben gute Gründe, einfach weiter zu fliegen. Wir haben alles gemacht, wir haben alles eingesammelt, wir können das gleich noch raussenden. Es gibt keinen Grund, hier mehr groß zu warten. Oh, wir können ja noch einen Gravity Scan machen. Zack, ich heb den mal kurz auf. So. Impact Biom, was anderes als Highlands, was anderes als Midlands. Please. Lowlands, hervorragend. Ah, Leute, wenn es läuft, dann läuft's. In 20 Minuten ist es soweit. Ich hoffe,
hoffe, dass das funktioniert, so wie ich mir das vorstelle. Mal gucken. So, ihr müsstet mal ganz kurz drehen in Richtung Sonne. Wo ist denn eigentlich die Sonne? Da ist die Sonne. Ich könnte euch auch mal einfach idealen Exposure geben, dass ihr so viel Strom wie möglich reinzerrt. So, das heißt, wir haben jetzt einen schönen Flug, 20 Minuten zu unserer nächsten Landezone, Lowlands. So, wie viel Science haben wir? Ich habe noch nicht alles rausgeschickt. Ich denke, wir werden die 4000 knacken mit der Nummer. Ziemlich safe, weil allein die Bodenprobe, meine Güte, das ist auch. Guck mal, allein diesen fast 200 Science-Punkte. Und wir haben noch den Gravitationsscan und den Hammer. Hammer? Nee, habe ich schon raus. Nicht den, das ist ja nicht der Hammer. Von Hammer reden auf den Bohrer klicken, das ist immer smart. So, hier ist der Hammer. 43, raus damit. Meint ihr, wir schlagen da hinten auf? Sieht aus wie eine total gesunde Bogenlampe. Oh, da hinten haben wir aber ganz wenig Sonne. Da müssen wir dann unsere Aufgaben verrichten. Also wir müssen jetzt auf jeden Fall noch auf dem Flug unsere Daten raussenden und die Akkus wieder aufladen. Sonst haben wir ein großes Problem. Und dann dürfen wir da hinten nicht die ganzen Wissenschaftsdaten senden. Wir müssen die speichern und uns dann erstmal in den Orbit zurückkröpeln, weil wir haben so viel Batteriespeicher haben wir nicht. So. Gut, jetzt können wir den nächsten machen. Zack. So, und dann müssen wir noch einmal warten, dass wir uns neu aufgeladen haben. Krüpeln, krüpeln, ja. Krüpeln ist, glaube ich, auch kein richtiges Wort. Ich kann ja nicht mal genau sagen, worum. In meiner Welt war das gerade so rumkrauchen, kriechen. Ich guck mal, was das in Wirklichkeit heißt. Krüppel, eine echte Fehmarn-Spezialität. Es ist auf jeden Fall ein plattdeutsches Wort für gebrechlich werden, sich mühsam bewegen, langsam und mühsam gehen. Ich wusste nicht mal, dass ich gerade Plattdeutsch benutze. Nee, ich meine schon Kröpeln. 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 Pelen. Ja. Sückgröpeln ist sich abmühen. Kröpeln, mühsam vorankommen, langsam und mühsam. In diesem Wortlaut. Ich entschuldige mich für Fremdsprache. Der Ether erklärt einfach alles. Ich stimme dir nicht zu. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Dr. Jace. Ich hoffe, dass das Doktor heißen soll. Ansonsten kann ich das nicht gut aussprechen. Vielen lieben Dank für deinen Prime Sub und ganz herzlich willkommen und viel Spaß mit den Kirby-Emojis. Auch noch ausländisch. Hey, Plattdeutsch ist nicht ausländisch. Das ist platt. Bitte 10-mal schnell hintereinander Krüppelkörbel sagen. Krüppelkerbel, 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 Krüppelkörbel, 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 Krüppelkörbel. Ist das schnell genug gewesen? Ich habe beim fünften Mal ein bisschen gestruggelt, aber einfach, weil ich es gerade lustig fand. Deutsch ist es aber auch nicht. Nein, es ist ein Dialekt. Es ist Plattdeutsch. Es beruhigt mich aber einfach, dass es wirklich ein Wort ist und ich das nicht nur mir in irgendeinem schlechten Traum ausgedacht habe, ehrlich gesagt. Ich wusste auch nicht, in welchen Sprachraum es gehört. Oh oh. Ich habe irgendwie die Uhr angeklickt. Irgendwas Komisches ist passiert. Es ist einfach stehen geblieben. Jetzt geht's wieder. Tatsächlich, die ganzen Plattdialekte und so weiter sind, glaube ich, mehr mit dem Englischen verwandt als mit dem Deutschen. Von daher hast du nicht Unrecht, Mikromarie. So, wir haben noch gesunde 15 Minuten Zeit. Das hatte ich jetzt auch schon rausgeschickt, ne? Das heißt, wir haben jetzt alles soweit abgefarmt, meine ich. Und auch zurückgesendet, was wir gesammelt haben. Das heißt, wir sind
Einsatzbereit. Wir können jetzt hier unsere Landung anstreben. Gucken wir, ich glaube, wir können ihn noch nicht sehen. So, wir haben immer noch 506 Meter pro Sekunde und wir müssen gleich mal gucken. Gilly, KSP, Wiki, dass wir einmal schauen, welche Biome es noch alles gibt. Lowlands, Midlands, Highlands. Das heißt, wir sind dann auch durch mit Lowlands. Also es gibt drei. Vorhin kam ja die Frage mal, ob es unterschiedliche Biome hat. Da sagte ich einfach nur ja, es sind drei. Aber ich glaube, auch die niederländischen Sachen sind mehr mit so angelsächsischen Sprachen verwandt. Also sprich Englisch. Also das ist das letzte Biom, was wir noch abgrasen müssen. Da hinten sehe ich auch schon unsere Landezone. Gute Sache das. Unser Strom ist am Anschlag. Auch das ist sehr gut. Das heißt, wir können jetzt alle Experimente einmal einsammeln. Und dann haben wir aus Gilly alles rausgeholt. Also wir sind jetzt übrigens bei 4125 Science. Das heißt, nochmal so ein Schwung müssten wir so an die 4500 rankommen. Plus das, was noch im Lab ist, denke ich, können wir heute 5000 Science eventuell mal investieren, wenn wir das möchten. Wir sind auf maximalen Zeitraffer, auch wenn euch das nicht unbedingt schnell vorkommen sollte. Es ist alles, was wir herausholen können. Gott, ist das langsam. Wir bewegen uns immerhin mit der unglaublichen Geschwindigkeit von 13,56, 5, jetzt 6 Metern pro Sekunde. Das sind immerhin schon deutlich über 40 km/h. Immerhin. Sind schon über 50 sogar. Mittlerweile. Ja, mittlerweile müssen wir an die 50 rankratzen. Mit 14 Komma. Ich müsste auch irgendwann mal bremsen, ne? Aufzuzappeln. So. Alles dreht sich. Wir drehen uns. Da dreht es sich. So, wir sind in den Lowlands jetzt auch schon. Das heißt, wir können eigentlich auch jetzt schon bremsen. Und eine Landung aus der ganzen Nummer machen. Wir sind gar nicht so weit von der Sonne entfernt, wie ich das befürchtet hatte. So, jetzt müssen wir nur noch warten, dass die Schwerkraft hier ihren Teil zu beiträgt und uns nicht alleine lässt. So, hol mal die Paddel raus. Das funktioniert nicht. Hätte Mikromarie recht und es gäbe einen Äther, dann könntest du auch durchs Weltall paddeln. Aber rate mal, warum wir Raketenantriebe benutzen müssen. Völlig abgefahrenes Konzept, aber wir brauchen Raketenantriebe tatsächlich, weil da eben nichts ist. Dum, 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 dum. Dum, dum. Wie sind die eigentlich nochmal zum Äther gekommen, Mikromarie als Verfechterin? Ich glaube, den Äther brauchten sie, um Licht seine wellenartigen Eigenschaften zuschreiben zu können, meine ich. Oder war das nicht der Gedanke hinter dem Äther, dass etwas, dass eine Welle sich eben durch ein Medium ausbreiten muss und da Licht ja wellenartige Eigenschaften hatte oder gemessen bekam und auch immer noch hat? War es? Da kam, glaube ich, die Idee mit dem Äther her, meine ich. Ah.
Tipp, 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 tipp. Meter immer noch. Ein langer Weg nach unten. Ist mal das Sonnensegel. Ah, wobei Sonnensegel ja wiederum erwiesenermaßen funktioniert. Was ärgerlich ist. Aber funktioniert. Aber hat nichts mit dem Ether zu tun. Also, was ärgerlich ist, stimmt ja auch nicht. Ist ja schön, dass es funktioniert. Ich glaube, es wird uns nicht viel helfen. Zumindest jetzt noch nicht. Weil wir materialtechnisch noch ein paar Fortschritte machen müssen. So. Jetzt aber vorsichtig. 140 Meter noch. Ist auch schon wieder so ein Abhang, so ein wilder, ne? Gibt es im Kerbal-Universum Sonnensegel? In dem Modpack, was ich habe, gibt es tatsächlich Sonnensegel, ja. Tatsächlich gibt es die. Aber ich glaube hauptsächlich mit der Idee, sie mit Lasern zu beschießen. Aber Photonensegel an sich gibt es. Über Mods. Die ich zufällig installiert habe. Aber ich weiß noch nicht, ob wir sie nutzen werden. Aber das ist eben nicht dafür gedacht, um mit Sonnenenergie zu segeln, sondern um sich in das Photonensegel einen Laser hineinzuschießen. Weil er einfach ein bisschen mehr bei rumkommt. So, Leute, ich bin sehr zuversichtlich, dass wir auch diese Landung hier ganz hervorragend hinbekommen werden. Wir verlieren ein bisschen Strom, das ist aber alles absolut im grünen Bereich. Langsam, langsam, langsam. Kanalpunkt und dem Kerbal kaufen. Sieht man da nur Sachen, die man sich leisten kann? Ich hoffe nicht. Also ich würde davon ausgehen, dass eine komplette Übersicht ist. Aber ich bin der Letzte, der das beantworten kann. Weil ich habe eine unendliche Anzahl an Kanalpunkten. Weil es ja mein Kanal ist. Aber das sind eigentlich so Felder, in denen steht das halt drin. Und da ist unter anderem auch ein eigener Veteranenkörbel und ein eigener Körbel mit drin. Zumindest am PC und zumindest bei mir. Was ich noch rausfinden muss, ist, wo die Alerts hingehen. Tut mir einen großen Gefallen, wenn ihr jetzt irgendwas redeemt und da kommt gar nichts, macht einen kurzen Screenshot mal für euch davon. Und schickt mir den dann sonst im Zweifelsfall, weil irgendwie das mit dem Alerting ist mir noch nicht so 100% klar, wie das gehen soll. Man sieht bis 100.000. Ich glaube, VIP war früher das Höchste und ist auch heute das Höchste, genau. VIP. VIP. Genau, mag dann Fehler der Handy-App sein, tatsächlich. So. Wissenschaft. Wie war Wissenschaft? Es beginnt wie immer mit unserem wundervollen Magnetometer. Und wir werden natürlich auch noch das machen. So, wichtiger Punkt ist, dass wir jetzt wirklich alles nur speichern. Vor allen Dingen die großen Experimente nicht aus Versehen raussenden. Das wird ziemlich peinlich. So. Gravity Scan. Das wäre eins von den peinlichen Experimenten. Seismic Scan. Zack. Drill Sample. Hat er jetzt einfach ein Drill-Sample gemacht, ohne sich auszufahren? Das ist nur halb so witzig. Das ist nur halb so witzig. Naja.
Okay, dann hämmern wir noch kurz. Oh, hier hat es uns nicht ins All geschossen. Ich glaube, er hat einfach mit dem Bohrer an sich den Boden berührt. So, und jetzt fliegen wir in einen mehr oder weniger polaren Orbit zurück. Dann haben wir nämlich gleich wieder Sonne. Dann können wir uns gleich wieder am Versand dieser Wissenschaft ergötzen. Ich denke 20, mach mal 25 Kilometer, das sollte auch ganz safe sein, dass wir nirgendwo gegenklatschen. So. Sehr schön. So, und dann würde ich mal gucken. Ach ja, unter 8000 Meter dürfen wir nicht schneller als das. Das ist ja sehr traurig. So, aber wir haben schon mal wieder Strom. Das heißt, wir können uns jetzt die Aufstiegszeit versüßen mit etwas Wissenschaftsversand. Review Data, raus damit. Review Data, raus damit. Ah, die zwei direkt hintereinander müssten gerade so gehen. Ah, ich glaube, das wird zu knapp. Ah, das wird zu knapp. Aber euch kann ich raussenden. Zack, zack. So. Dann den lustigen Magnetometer-Scan. Das geht auf jeden Fall auch. So. So noch. Der ist auch relativ groß gewesen. Was ist hier? 18 Mits. Das sollte gehen. So, jetzt lassen wir ihn erstmal wieder laden. Oh, wir können immer noch nicht. Ja, stimmt, wir sind auch immer noch unter 8000 Metern, hat er recht. Da müssen wir eben den normalen Time Warp geben. Hui! Achso, ja, das können wir auch mal ausmachen. Das braucht jetzt kein Mensch mehr. So. Ist auch gleich wieder voll. Wir müssen nur ein bisschen aufpassen, dass. Ja, aber der ist auch noch weit von allem Übel entfernt. Sieht alles ganz gut aus. So, jetzt ist die Batterie wieder voll. Das heißt, wir senden mal die weiteren großen Brocken. Review Data, raus damit. Ist auch noch irgendwas drin, ne? 24 Mits, die hauen wir direkt hinterher. Zack. Hier war raus. Da war nichts drin. Das ist raus. Eigentlich müssten wir es haben. Retract, retract. Retract, retract. Diese Instrumente sind so, so cool gemacht. So cool gemacht. Gefällt mir sehr. So, und last but not least haben wir dann hier noch den Monster Drill. Dann soll es das gewesen sein. Ghillie-Mission, check. Wir haben alle Biome abgegrast. Wir haben 4653,1 Science-Punkte zusammengesammelt. So, jetzt können wir auch ein bisschen Zeit raffern. Und wir werden den jetzt gleich noch in einen gesunden Gilli-Orbit heben. Einfach weil es geht. Das wird uns für zukünftige Missionen einfach helfen, hier ein bisschen diese ganzen Relay-Antennen in place zu haben. Schaden tut es auf jeden Fall nicht. Sehr schön, dann können wir uns neuen Abenteuern zuwenden. Also erst das Abenteuer davon wäre wahrscheinlich mal Science ausgeben. Davon haben wir jetzt nämlich ziemlich viel.
So, Orbit Prograde. Da machen wir hier mal einen Orbit draus, hätte ich gesagt. Einfach weil wir es können. Zack, fertig. Sehr schön. Ab nach Hause, würde ich sagen. Ab nach Hause, das war schick. Das war schick. Da hätte ich nicht mit gerechnet, dass es so gut dann doch noch läuft. Auch wenn ich irgendwie gefühlt, habe ich gedacht, wir haben einmal mehr Mystery Goo und einmal mehr Materials Bay dabei. Aber die habe ich scheinbar irgendwo anders schon benutzt. Irgendwo anders schon benutzt. Wer weiß das schon so genau. Okay. Tja, jetzt ist die große Frage. Was wäre denn, wenn wir das abbrechen würden? Oh, 500 Reputation. Ja, Reputation ist natürlich das Hauptproblem, ne? Okay, das heißt, wir müssen das mal sauber erledigen. Das hilft alles nichts. Land Probes and Free Different Biomes on Eve. Müssen wir nochmal neu designen und im nächsten Startfenster machen. Hilft alles nichts. Ist so lange jetzt aber nicht so richtig wild. Wir haben mit To Boldly Go und Massive Scale Launches eigentlich ein gutes Gesamtpaket, um an allen anderen Himmelskörpern was reißen zu können. Das Einzige, was mir ein bisschen Sorgen macht, ist natürlich... Ah, unsere Yol Probe, ne? Ja gut, dann heißt das, dass die unter Umständen weniger Kohle erstmal bekommt, wenn wir bis dahin Eve nicht gelöst haben. Aber gut, ist dann halt so. So, jetzt müssen wir einmal zur Raumstation. Weiterführende Mission für heute. Ich hatte mir das folgendermaßen überlegt. Wir machen jetzt ein bisschen Science ansammeln, Shopping. Was jetzt ist auf der Raumstation selber, sind unsere Wissenschaftsdaten alle. Zeige ich das mal. Also wir haben ja jetzt nichts mehr, um Data ins Labor nachzufüllen. Und da würde ich jetzt ehrlich gesagt gerne gucken, dass wir frische Wissenschaftsdaten holen als so eine Trainingsmission für die neuen Kerbals auch. Also uns eine Mission bauen, mit der wir nach, ich denke mal, Minmus fliegen, weil das relativ simpel geht. Und dort nochmal ja, Experimente im Prinzip einsammeln, also Bodenproben, all den Stuff. Die einzige Sache, die ich mich gerade frage, ist, kann ich irgendwo sehen, welche Sachen ich schon durchgehühnert habe im Labor? Weil das ist ja nochmal was anderes als Science. Fertilizer könnte mir auch mal wieder hochbringen, ne? Wie geht's euch so? Oh. Oh. Eupho und Hugo wollen nach Hause. Und ich habe irgendwie auch vergessen, die anderen zu füttern. Okay, wir brauchen dringend eine Versorgungsmission Richtung... Gitti, 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 gitti. Tauschen. Essen. Dringend. Gitti, 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 gitti. Okay, eins nach dem anderen. Transmit Science. Also, Eupho und Hugo müssen auf jeden Fall jetzt mal nach Hause. Das schadet aber nicht. Gelevelt sind die übrigens schon. Ich kann leveln hier über die... über das Science Labor. Ich habe die Jungs hier oben im Weltall gelevelt. Deshalb sind die auch schon ein bisschen besser unterwegs. Aber Homesickness ist ein Thema. Das heißt, wir sollten jetzt gucken, ja, mehrerlei Dinge, ne? Wir sollten relativ schnell eine Resupply Mission mit Futter nach Minmus schicken, was hervorragend korreliert mit Leute ausbilden, also Essen mitbringen und dann halt die Leute ausbilden. Mit einer Minmus-Landung. Hier Crew Rotation auf jeden Fall. Und im Prinzip können wir mal gucken, ob wir gleich die neuen Leute hochbringen und die alten komplett austauschen. Am Ende müssen sie es lernen an irgendeinem Punkt.
Also von daher wäre das eine echte Option. Aber das hier ist dringender tatsächlich, weil hier kommen wir schnell hin. Das ist eine Sache von wenig Zeit. Wir müssten die hier jetzt relativ schnell starten und während die unterwegs sind, schicken wir hier die Crew Rotation hin. Also ich glaube, in der Richtung machen wir das. Ja, stimmt, bis die. Shit, die sind schon am Verhungern, ne? Wie machen wir das denn? Holy shit. Das ist ja schon die Toleranzzeit. Wie habe ich das denn so schnell übersehen? Ich muss da gleich mal hinspringen und gucken, ob es wirklich so schlimm ist. Sonst müssen wir da tatsächlich was mit sehr viel Delta-V hinschicken. Mit sehr, sehr viel Delta-V. Damit wir in unter einem Tag nach Minmus fliegen. Also ist alles machbar. Alles gut. Das wäre aber ein bisschen teurer und würde ich dann auch nicht bekörbelt machen, glaube ich. Eieieiei. Mal gucken. Mal gucken. Das stimmt, das ist ja schon das Starving-Fenster, ne? Ein Tag und 4 Stunden ist echt nicht lange. Das ist richtig nicht lange. Eieieiei. So, Science ist erstmal raus. Dann können wir jetzt hier. Ja, zu lange rumgespielt an Gilly. So, neue Science ist in 74 Tagen fertig. So, was wir jetzt machen, wir gehen jetzt einmal runter zum Space Center. Wir gehen ins R&D und gucken uns an, was wir kaufen können an sinnvoller Technologie, die uns ein bisschen hilft. Und dann bauen wir als allererstes mal eine ganz schnelle Mission. Vielleicht setze ich doch einen Kerbal sogar rein. Mal gucken, das löst so ein paar Probleme mit Funk und solchen Geschichten. Also ich spare mir dann relativ viel andere Probleme, um sehr, sehr schnell. Nee, tote Kerbals kommen bei mir nicht wieder. Das ist richtig. Deshalb will ich die jetzt auch retten. Eine Essenskanone. So in etwa. So, jetzt gucken wir aber erstmal. Also, wir haben über 5000 Science-Punkte. Da kann man ein bisschen was rausholen. Die Frage ist halt, was? Improved Nuclear Propulsion wäre eine Möglichkeit. Die Kiste ist relativ. Ich gucke gerade, ob es irgendwas total Abgefahrenes gibt, was uns jetzt hier richtig gut weiterhelfen würde. Weil sonst verschiebe ich das erstmal auf nach der Hektik. Specialized Command Port, das Orca Module, nicht so super interessant. Experimental Science, Advanced Science Tech. Ba, 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 ba. Das große Labor, auch nicht so wild. Ion Propulsion könnte natürlich ein Thema sein, aber auf der Strecke lohnt es sich eigentlich noch nicht. Eigentlich lohnt es sich auf der Strecke noch nicht. Wisst ihr was? Ich glaube. Was, der Bot will es heute wieder wissen? Oh nein! Ah, wir lassen. Ich glaube, wir lassen das erstmal so, wie es ist. Und fliegen eine hektisch mit den Armen wedeln Mission mit Versorgungsgütern tatsächlich. Ja, jetzt schnell. Jetzt aber schnell. Vielleicht nehme ich tatsächlich trotzdem ein paar Kerbals mit, weil sie es lohnen würde. Aber wir müssen jetzt ein bisschen in die Brecherphase gehen. Also es hilft jetzt nicht, dass. Ich werde jetzt auch nicht mit Reusability und Nutzlastbeschränkung und so weiter anfangen. Ja, jetzt muss ich erstmal die Typen retten. Jetzt muss ich. Wann die neuen Folgen kommen? Ja, ich müsste mal die Folge veröffentlichen, die ich schon hochgeladen habe, tatsächlich. So, lasst uns den Pandora-Port. Ja. So. Und vorne dran.
Auf jeden Fall ein Dockingport. Das schadet schon mal nicht. Unten dran ein Heat Shield. Zack, in klassischem Schwarz. So, Monoprop ist drin. Bla 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 bla. Wir bräuchten halt noch ein bisschen Fallschirme, ne? So. So, Impact Tolerance von dem Ding ist 48 Meter pro Sekunde. Also da geht relativ viel. Würde ihm jetzt noch zwei Seitenfallschirme geben und dann ist aber auch gut. Also vielleicht nicht mal. Sieht auch nicht gut aus. So, zack. Genau, Twitch-Winter ist sehr viel zuverlässiger als YouTube-Winter. Das stimmt. Das stimmt definitiv. So, dann haben wir schon mal den Nimbus-Ausflug. So, dann haben wir schon mal die Kapsel an sich. Die Kapsel an sich benötigt dann noch einen Decoupler nachher. So, und jetzt kommt der unangenehme Teil, der wahrscheinlich auch nicht ganz billig wird. Wir müssen auf jeden Fall Essen mitnehmen und zwar eine ganze Menge. Das sollten wir gleich mal ordentlich machen. Und wahrscheinlich macht es auch total Sinn, ihn frischen Fertilizer mitzubringen. So. Check. Ja, vielleicht übertreiben wir es aber auch einfach nicht, weil wir das nochmal in Ruhe machen können. Ja. Fertilizer ist gar nicht wichtig, das ist nicht wichtig. Was aber wichtig ist auf dem Flug dahin, ist, dass die Typen, die da drin sitzen, auf jeden Fall nicht komplett durchdrehen. 172 Tage Habitation, check. Gut. So, und jetzt brauchen wir dafür noch einen Tank, mit dem wir unangenehm hohe Delta-V-Werte erreichen. Davon wird es natürlich besser. 3500 Delta V sollte uns sehr, sehr schnell da rausbringen. Mimir, HRS Alpha. Okay, die HRS Alpha. Here you go. Here you go. Also da habe ich den Redeem zumindest mitbekommen. Zack. So. Da müssen wir jetzt nochmal gucken. Ich denke, wir werden der noch ein bisschen mehr Delta V verpassen. So sehen die auch viel schneller aus. So. Zwusch. Und natürlich ein Tankventil nach hinten raus. So, damit hat die ganze Geschichte dann. Gute 5000 Delta V. Ich glaube, damit sind wir ganz knackig unterwegs, was das angeht. Wir brauchen ein bisschen Strom noch unterwegs. Das sind die nicht gerade drauf? Doch. Sind sie.
So, hier soll doch wohl keiner rausgucken. So. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das Ding in alle Richtungen kann. So, nehmen wir mal sicherheitshalber noch ein paar mit. Aber eigentlich sieht der RCS-Slot-mäßig sieht der ganz gut aus. Das dazu. Das ist unsere Nutzlast von geschmeidigen 90 Tonnen, die wir jetzt nach Minmus bringen müssen. Das ist doch alles überhaupt kein Stress, Leute. Jetzt müssen wir da nur noch einen adäquat wirkenden Raketenkörper drunter setzen, mit dem wir das Ganze in den Orbit befördern. Boop, boop, boop. Ich überlege gerade, ob uns das hier reicht für die Upper Stage. Zusammen mit einem Pudel ergibt das 541 Meter pro Sekunde. Das ist ja ekelhaft lächerlich. So, dann machen wir es wirklich ordentlich. Von denen hier kann ich erst die, ne? So rein größentechnisch. Ups. Ups. I accidentally the whole rocket. So, wie machen wir das hier? Am besten mit einem. Ah, vielleicht machen wir es sogar so. Fairing kann ich doch bestimmt schon das Große. Ja, kann ich. Was wird das? Das wird eine sehr schnelle Mission nach Minmus. Wir müssen in einer Stunde da sein. Von daher spielen wir jetzt super Heavy Rocket, weil in einer Stunde und vier sterben alle, die da leben, weil sie verhungern, weil ich irgendwas auf der Uhr übersehen habe. Brauchen wir den? Wahrscheinlich nicht, aber dann haben wir ihn mal für später. Boom. Zack. Sea Level. Hat er schon mal von ganz alleine 1000, 1,08er Thrust Rate Ratio bei 2731 Metern pro Sekunde Delta V. Was ich prinzipiell befürworte, im Vakuum wären es dann sogar 1,15er Thrust Rate Ratio bei 2916. Das heißt, wir müssen ihm jetzt noch ein bisschen Booster dazu geben. Ein Tag und 4 Stunden, genau. Also ich habe einen Tag und 4 Stunden Zeit, um da jetzt hinzukommen. Mal sehen. Mal sehen. Zu klein. Viel zu klein.
Weiß nicht, ob der Skipper uns reicht. Locked. Zack. So. Und dann gibt es noch Fuel Delivery in diese Richtung. Oh, die sitzen nicht gut drauf. Da muss ich nochmal ran. Jetzt wird ein Schuh draus. So. Struts. Strut die Struts. Erfahrungsgemäß ist das im Moment nicht so gut mit so großen Konstruktionen. Deshalb strutten wir die direkt mal durch. Die wird sich eh wehren bis zum geht nicht mehr. So. Und dann geben wir der noch so viel Festigkeit nach oben mit, wie wir irgendwie können. So, jetzt lass mal gucken. 3.900 plus Verluste weg. Alles gut. 3.700, 3.000. Ja, da bleibt sogar noch was übrig. Alles gut. Okay, damit können wir auf jeden Fall arbeiten. Das sollte reichen. Trust-Weight-Ratio 1,3 beim Starten. Das passt. Jetzt müssen wir nochmal gucken, dass wir die magische Regel der Glücksflosse nicht verletzen. 250.000 für eine Rettungsmission ist tatsächlich sehr heftig, aber erstens bekommen wir mit dem Gewicht noch relativ gut was zurückgezahlt, wenn wir im Orbit sind. Zweitens töte ich halt drei Kerbals, die verhungern, und für euch Zuschauer tue ich doch alles. Da ich nicht möchte, dass ihr sterbt. Soll zumindest so aussehen, als ob ich mir Mühe gegeben hätte. Das war natürlich nicht lustig gemeint. Um Himmels Willen. Um Himmels Willen. So, zack. Aber wenn man es verpennt, verpennt man es halt. Und dann muss man auch mal Gas geben, um das wieder ordentlich hinzubekommen. So, Leute, ich glaube, wir sind soweit erstmal safe. Jetzt lasst uns gucken, dass wir da gleich ein bisschen Crew mit trainieren, wenn wir schon mal unterwegs sind. So, wir nehmen auf jeden Fall einen Piloten, der schon mal irgendwas geflogen ist. Check. Und dann setzen wir da einfach die ersten drei Leute rein, die uns über den Weg laufen. Und noch keine Erfahrung haben. Eins, zwei, drei. Herzlichen Glückwunsch. Ihr macht einen Ausflug nach Minmus. Und ich bete und hoffe für euch, dass ich nichts vergessen habe. Strom, Essen, Fallschirme. Das sieht auch alles wie eine total smarte Idee aus, hoffe ich zumindest. Wir werden sehen. Struts an den oberen Tanksboostern. Die hier sind geautostruttet und die sind klein genug, dass die eigentlich kein Problem darstellen sollten. Plus, das Ding wirkt auch nochmal wie eine Strut. Ich bin da also ganz zuversichtlich. Ja, sollte funktionieren. Chaka. Wieso hat Crazy schon einen Stern? Weil das der recoverte Kerbal ist, der zufällig ein Quartermaster war. Da musste ich nur noch, der war auch weiblich, also musste ich nur noch den Namen ändern. Und da man den Kerbal recovered hat, hat er ja schon mal einen Orbit gemacht und hat deshalb schon einen Stern. So sieht's aus. Also das ist einfach nur, weil sie schon mal im Weltall war. So, fingers crossed, würde ich sagen. Ich hoffe, dass das funktioniert. Ich hoffe, dass ich jetzt nicht direkt mit der Rettungsmission nochmal vier Kerbals umbringe. Und schnell genug da bin. Mal sehen.
Wir werden es sehen. Wir müssen uns jetzt auf jeden Fall echt beeilen. Das wird nicht so der typische Minmus-Flug. Das wird eher ein mittelschweres Desaster. Also einmal in Orbit fliegen und dann gucken, dass wir schnellstmöglich nach Minmus kommen. Tranquility Base So, wo here. The sind Eagle wir? has landed. Wir sind hier. Wir könnten natürlich counterzyklisch. Oh Gott, das wäre auch keine gute Idee. Einmal um Körben rum, das sollten wir uns gönnen. Okay, in diesem Sinne, vielen lieben Dank für das Geschenkabo Tranquility Base here. The Eagle has landed. von Kales an Spezies 8472 und natürlich vielen lieben Dank für den Resub im 20. Monat an den Herrn Spanker. So, und jetzt drückt mal die Daumen, dass das nicht alles explodiert. Wir fliegen los, um unsere Köbels zu retten. So, der Start lief doch schon mal ganz ordentlich. Jetzt hoffen wir mal das Beste für den Rest des Fluges und dass ich genug Treibstoff mitgenommen habe. Aber eigentlich ist die Upper Stage ziemlich pervers ausgelegt für so einen Flug. Sie muss noch nicht mal zwingend den Weg zurückfinden. Nichts Schlimmes passiert. Irgendwas ist gerade nicht gut. Ich muss die Nase mal ein bisschen hochziehen. Ich glaube, es liegt daran, dass wir nicht so ein gutes Thrust Rate Ratio haben. Ja, jetzt kommt er. Okay. Ich wollte gerade sagen, es ist mir ein bisschen zu knapp. Aber jetzt sieht es besser aus. Ich muss halt noch Höhe kriegen und Zeit gewinnen. Ich glaube, jetzt läuft's. Jetzt läuft's. Jetzt haben wir auch eine Thrust Rate Ratio, mit der man arbeiten kann. Ich muss halt echt jetzt noch ein bisschen raus aus der Atmosphäre. Okay, auch noch keine Überhitzungserscheinungen, das sieht alles gut aus. Also wir kommen sehr, sehr flach raus. Super. Vorhin war auch schon jemand, den ich nicht erwähnt habe.
Was? Was habe ich denn übersehen? Steht hier nichts. Es tut mir leid. Ich glaube, ich habe keinen übersehen. Falls doch, tut es mir sehr leid. So. 60 Kilometer Höhe. Ich glaube, wir können mit gutem Gewissen das Fairing aufmachen. Redeemed the Kerbals. Redeemed über das alte oder redeemed über das neue System? Über das alte System hatte ich ja gesagt, dass es ein paar Leute gibt, die ich noch nicht gemacht habe, weil ich da noch keine Infos hatte. Über das neue System, die habe ich auch noch nicht alle eingerichtet, weil ich da noch nicht heute geguckt habe, wie ich die Historie sauber einsehen kann. Tranquility Base Von here. The heute? Eagle has landed. Okay. Lass es mich noch angucken. Habe ich tatsächlich nicht gesehen. Ich bekomme halt dafür keine Alerts. Aber ich gucke, ich hoffe auch ehrlich gesagt, dass es dafür eine Historie gibt. Sonst schnack mich auf jeden Fall im Discord nochmal an. Da wird sich war ein Weg finden lassen. Keine Sorge. Keine Sorge. Tranquility Base here. The Eagle has landed. Etienne, ich glaube, du warst auf der Liste mit dabei, meine ich ja. Ich gucke, ich gucke. Ah, ich habe nur die Körbelnamen aufgeschrieben, deshalb, ich glaube aber, du warst mit dabei, ja. So, jetzt aber. Big Bo, Acker Engelsee, vielen lieben Dank für den Resub. Beide im 25. Monat. Habt ihr euch abgesprochen oder so? Habt ihr euch abgesprochen? Ich glaube ja. So. Ein sehr, sehr langsamer Pitchover. Und wie gesagt, die erste Truppe ist ja auch gerade unterwegs. Sunny, Barbara und Mickey, Biologe, Miner, Geologe. Geflogen vom erfahrenen Piloten Anthrax auf einer schnell und hässlich Rettungsmission. Muss man auch mal dazu sagen. So. Lights on, Start Habitat. So, dann sind hier schon mal alle halbwegs glücklich, oder? Ein Tag, 3 Stunden noch, Leute. Ein Tag, 3 Stunden noch. Das wird bitter, bitter. So, wir machen ganz schnell jetzt hier den Orbit rund und dann sofort die Inklinationsanpassung und dann schießen wir uns auch direkt schon raus. Also wir machen hier alles. Oh, wisst ihr was? Wir machen überhaupt keine Inklinationsanpassung. Wir schießen uns so straight raus, dass Minmus da noch sein wird ungefähr. Check. Wir machen nur die Anpassung in Orbit jetzt rein gleich. Orbit Injection und dann sofort feuerfrei. Sofort feuerfrei. Ah, ja, Mickey, das bist du hier. Mickey German, if you know what I mean. Du bist Biologe geworden. Ich hatte das so auf dem Schirm, dass ich den so einsetzen darf, wie ich will. Du bist Biologe und du sitzt da hinten. Und musst Stuhlproben sammeln oder so. Nein, das bestimmt nicht. Aber du sitzt da hinten in der Kapsel mit drin und lernst gerade Weltraum kennen. Zusammen mit den beiden Damen. So. Zack, 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 jetzt gleich Orbit. Und dann sollte es auf jeden Fall einen dicken Bonus geben auf Massive Scale Launches, was uns einen Teil der Kohle wieder reinbringt. Und dann schießen wir uns raus in Richtung Minmus, relativ kurz danach. Ohne Inklinationsanpassung. Einfach direkt das volle Programm. So, Massive Scale Launches, do your magic thing. Yay, 100.000 zurück. Vielen lieben Dank. So, und dann müssen wir jetzt quasi hier am AN. Jetzt darf ich auf keinen Fall das Vorwärtsspulen-Ding treffen. Add Manöver. So, und jetzt müssen wir hier ein Manöver hinlegen, das sich gewaschen hat. Nämlich ein Schuss raus nach Minmus. Und das wird gar nicht so einfach, glaube ich, den zu treffen. Gleichzeitig schnell zu sein. Das ist nicht gut. Da gehen wir durch die Atmosphäre. Wir müssen es später machen, tatsächlich. Dann macht aber die Descending Node Anpassung Sinn. So.
machen wir die nämlich noch schnell, weil wir dann saubere Treffen. Saubere Treffen wird uns helfen. Wir kommen eh schon viel zu schnell. So. Hängt bei euch das Bild? Nee, eigentlich zu wenig Beschwerden dafür, dass es bei allen hängt. Du Riesenbrocken. Dreh dich, please. Leute, Leute, Leute. Was frisst hier eigentlich so viel Strom? Bin ich das? Ist das meine Habitation? Nähere? Achso, ich bin einfach nicht gut allein mit den Solarpanelen im Moment. Okay, das erklärt so einiges. Das erklärt so einiges. Ich wollte gerade sagen, so, ich mache mir gerade Sorgen, aber ich ziehe fast gar keinen Strom im Moment. Das ist natürlich ungeschickt. Und ehrlich gesagt ist auch keine Batterie mitzuhaben relativ ungeschickt. So retrospektiv betrachtet. Ich drehe ihn mal ins Licht. Okay. Gut, dann bitte wieder Prograde. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Also, to be totally honest. Wir müssen hier irgendwann spätestens starten. Wahrscheinlich ein bisschen eher. Wann ist das? 2 Tage, 5 Stunden. Keine Option. Mehr Power. Aufmachen das. Ein Tag, 3 Stunden. Wir kommen der Sache näher. Ich muss halt ein gutes Mittelmaß finden zwischen, ich kann das nicht mehr bremsen. Und ich habe noch genug zeitlichen Puffer, um die Typen zu retten, weil ich muss ja noch andocken und alles. Okay, Stunde. Ein Tag, Entschuldigung. 0 Stunden bis zum Encounter. Das wird so langsam. Ich würde jetzt nochmal einen Schwung drauf geben. Mit dem Willen, auf der richtigen Seite rauszukommen. So. Ziehen wir es noch ein bisschen nach oben. Und noch ein bisschen raus. Damit wir schon mal so gut wie möglich in die Umlaufbahn der Station einfliegen. So. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir der ganzen Chose nur noch genug Gewalt verleihen. Schönen guten Abend, Snake. So, und wir hätten dann Minmus Periapsis auf einem Tag 0 Stunden. Das gibt uns 3 Stunden Puffer. Und ich würde da noch ein bisschen mehr rausbeschleunigen, wenn wir gleich unterwegs sind. Aber wir machen erstmal die erste Beschleunigung.
wir das sauber haben. Leute, das wird ziemlich unangenehm schneller Flug. Das wird ein schneller Flug nach Minmus. Auf jeden Fall unser neuer Geschwindigkeitsrekord in diesem Safe-Game, glaube ich. Also, wir schaffen das, rechtzeitig da zu sein. Avec le mangiare. Und dann haben wir uns Zeit erkauft, um einen vernünftigen Refill der Station zu machen. Ohne jemanden umzubringen. Das ist ja erstmal das Wichtigste. Und so teuer war es dann letzten Endes gar nicht. Ja. So, wir sind halbwegs ausgerichtet. Noch 14 Sekunden bis zum Zünden. Drei, zwei, eins und los. Und mit dem Ding presst es uns jetzt natürlich richtig aus dem Orbit raus. Also wir kriegen gerade 2,5G rein an Beschleunigung. Das ist bestimmt nicht so schön für die Kurbonautinnen und Kurbonauten, die da gerade an Bord sind. Wir gehen jetzt auf knappe 3G hoch. Und... Hallo? Schon was passiert? Nee. So, jetzt geht's weiter mit geschmeidigen 0,5G. Das Schlimmste haben wir schon mal. Jetzt kommt der Teil des Burns, für den wir etwas Zeit brauchen, der aber insgesamt ein bisschen more sustainable ist. Genau, sobald die Dinger hier leer sind, die Außentanks, werden wir die auch abwerfen. Um die Kiste noch geschmeidiger zu beschleunigen. Aber ich glaube, das wird noch gar nicht der Fall sein auf der Hinbeschleunigung. Auf weg, le mangiare. Genau, ich bin Franco-Italiener. Fremdsprachen kann ich. Alle gleichzeitig. Alle gleichzeitig. Judy. Also das Triebwerk ist für ein konventionelles relativ effizient mit 380 Sekunden Specific Impulse. Das sollte ganz gut passen. Das sollte richtig gut passen. Warum ist hier eigentlich das? Also es geht einfach nicht an, oder? Ich dachte, es ist nur ein Knopf. Schade eigentlich. Oh, darüber geht's an. Well, well, well. So, schauen wir mal. Da hinten ist unser momentaner Exit. Es ist noch nicht ganz der Winkel, den wir geplant haben, aber er kommt ja hier rüber langsam. Also von daher passt das schon mal. Und was wir dann machen werden, wie gesagt, ist gleich nochmal ein bisschen Beschleunigung drauflegen. Wir haben jetzt noch knapp 4000... und ein bisschen Delta V. Wir müssen halt aufpassen, dass wir nicht zu viel verscheuern für die Bremsung, die wir noch machen müssen. Listen, Tranquility Base here. The Eagle has landed. Luca, vielen lieben Dank für den Resub im vierten Monat. Dankeschön. Also im Prinzip sind wir im Moment ganz gut auf der Spur. Ich würde halt das, was wir jetzt haben, gerne gleich nochmal in einer Mid-Course mit ein bisschen mehr. Ich würde noch gerne ein, zwei Stunden Puffer einbauen. Wir haben jetzt 3 Stunden Puffer, bevor sie verhungern. Die würde ich gerne so auf 4 bis 5 Stunden hochbringen, damit wir das ganze kursangleichen Docking-Ding sauber hinbekommen. Das machen wir aber gleich. Das machen wir jetzt gleich, wenn wir mit dem Manöver durch sind. Also eins nach dem anderen. So, hier sind wir bald richtig. Ja, wir kommen der Sache näher. Da hinten ist jetzt auch schon unsere
unser Kurs, unser projizierte Kurs zu sehen. So, ich nehme jetzt mal Schwung raus. Weil jetzt irgendwie nicht mehr so ganz hundertprozentig das passiert, was wir uns ursprünglich mal geplant hatten. Ja, alles gut. Ich gehe jetzt einfach mal Prograde und hoffe das Beste. Das müsste eigentlich relativ gut für das sorgen, was wir wollten. Ob es für den Cockpit Raster Prop Monitor gibt, ich weiß gar nicht, ob ich Raster Prop Monitor installiert habe. Aber ich kann mal gleich reingucken. Bin mir gar nicht so sicher. In dem Setup. So, ich muss noch ein bisschen hochziehen dann, aber im Großen und Ganzen. Zack. Ich glaube, ich habe keinen Raster Prop installiert. Oder es gibt keins, aber ich glaube, ich habe keins installiert. Gut, in den Tanks ist noch ein bisschen was drin. Check. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier... Das Ding ist durch. Gut, wir sind in 5 Stunden 38 Minuten da. Das ist noch nicht ganz das, was ich wollte. Ist aber auch nicht ganz wild. Add-Manöver. Was wir jetzt mal machen, ist ein paar Sachen nochmal angleichen. Und zwar machen wir erstmal das hier zum Target. Das wird uns nämlich schon mal helfen zu erkennen... wie unsere Geschwindigkeit aussieht. Ich hätte gern das da aufgeklappt. Cool, danke. So. Mein Versuch wäre nämlich der, über eine geschickte Manipulation dieser Kurvparameter für eine direkte Begegnung sorgen. If you know what I mean. Das war nicht das, was ich wollte. Ah, ich komme mit diesem Kursding komme ich noch nicht so gut klar, ne? Aber so wird es ja immer schlechter. Vielleicht muss ich es genau andersrum spielen. Warum ist das in meinem Kopf gerade falsch rum? La 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 la. Filk, Filk. Vielen lieben Dank fürs Follow. Meine Güte. Sprachfehler meinerseits. Dann lass es uns so machen. Dann haben wir was? Dann haben wir eine Separation von 14,9 Kilometern. Warum? Weil ich noch zu tief bin. 9,4 Kilometer bei 2040 Delta V, das passt. Das ist sehr gut. Also wir treffen uns, wir können bremsen, wir haben den Sprit noch. Alles super. So, jetzt bringen wir das noch ein bisschen näher zueinander. 2 Kilometer bei 2040 Delta V. 1,5. Come on. Give me some very small increments. Passiert schon was? Okay, da ist 1,5 gerade der magische...
Okay, es ist hoch runter schon wieder, ne? Wo wir den Rest noch raus optimieren können. So. 200 Meter Annäherung bei 2041,2 Meter pro Sekunde, um es auszugleichen. Warum wird die Mission so schnell geflogen? Ich beantworte das ganz einfach. Deswegen. Ich habe da vielleicht was übersehen. Vielleicht habe ich was übersehen. So. Jens, genau. Das war die Idee, mit diesem Encounter quasi mir auch den Marker zu holen, der mir sagt, Dude, wenn du da ankommst, wirst du so viel bremsen müssen. Dein Relative Speed zur Station ist dann 2000 Meter pro Sekunde. Das heißt, wir haben dann ein längeres Bremsmanöver vor uns. Was aber auch okay ist. So, und dann haben wir nämlich dieses längere Bremsmanöver in 5 Stunden 44, während noch ein Tag hat auf Kerbin 6 Stunden und 3 Stunden läuft. Also wir haben dann 3 Stunden 15 Minuten Zeit, ein Docking zu machen, nachdem wir eingebremst haben. Ich halte das für absolut schaffbar. Ohne Probleme. Ja, das wird spannend auf jeden Fall. Das wird auf jeden Fall spannend. Und mitten im Docking werden wir, im Bremsen werden wir quasi die Dinger hier dann auch abwerfen. Womit wir nochmal ein bisschen schneller bremsen. Also ja, das sollte passen. Das sollte passen, dass wir die rechtzeitig eingefangen bekommen. Durch dieses überaus elegante Sofort-Undock-Manöver. Also wir schießen uns quasi aus der Kerbin-Umlaufbahn jetzt direkt zu Minmus in ein direktes Encounter mit der Station, wo wir dann mit knapp 2000 Metern pro Sekunde angeschossen kommen. Um das mal ins Verhältnis zu setzen, das sind ungefähr 7200 km/h. Mit denen wir da im Verhältnis, also im relativen Verhältnis zueinander, wir kommen mit 7200 km/h auf die Station zugeschossen, müssen die dann abbremsen. Und ja, dann hoffen wir mal das Beste. Dann hoffen wir mal das Beste. Hoffen wir mal. Gut, wir warpen jetzt erstmal zum nächsten Manöver, nämlich dieser Anpassung, die uns auf diesen Kurs führen wird. Die machen wir kurz vor der Moon-Umlaufbahn. Die ist nicht besonders komplex. Genau, und diese anderen Tanks entsorgen wir quasi irgendwo. Ich weiß gar nicht, wie sähe unsere Umlaufbahn aus, wenn wir jetzt nichts mehr ändern würden. Naja, irgendwo so in die Umlaufbahn zwischen Kerbin und Duna auf der einen Seite und zwischen Kerbin und Eve auf der anderen Seite. Also wir kommen da so mittelprächtig raus bei der Nummer. Gut, ich muss mir das auf der Map angucken, damit ich sehe, was passiert. Nicht so schön, weil wegen Target gesetzt auf die Station, glaube ich, oder? Kann ich irgendwie die Station anpeilen? Kriege ich die irgendwie aus diesem ganzen Gefummel raus? Egal, wir fliegen das jetzt mal. Jetzt habe ich es. Sehr schön. So. Sehr gut. Weiterhin als Target, please. Hä? Irgendwas ist dabei gerade kaputt gegangen. Ah, holy. Irgendwas ist bei diesem Ziel-Umsetzen-Ding. Oh, verdammt broken gegangen. So.
Höhe. Wir müssen nochmal eine kleine Kursanpassung machen. Ich glaube, im Großen und Ganzen ist es schon gar nicht schlecht. Jetzt müssen wir nur mal gucken, wo wir gleich rauskommen. Ja, sowas in die Richtung hatte ich befürchtet. So. Ist egal. Ziehen das jetzt halt mal auf ein relativ unangenehmes. Wenn ich das dann nicht sauber mache, Lito breake ich an Minmus runter. Mit ziemlich viel Geschwindigkeit, ehrlich gesagt. Ja, Lito breake ich schon, ne? Ist noch nicht mal ein Lito breaking, also von daher alles gut. So. Da ist er. Ja, good enough. 0,6 Kilometer. Check. Okay, Leute. Wir sind incoming. Wir sind sowas von incoming und ich habe ein bisschen Schiss vor der Bremsung, aber die müsste eigentlich funktionieren. Let's do this. Let's do this. Okay. Ich denke mal, wir können safe ein ganzes Stück näher ran warpen. Irgendwo hier so. Weiß ich noch gar nicht so genau. Dahin auf jeden Fall schon mal. So, Target Retrograde wird auf jeden Fall gleich unser großes Zauberwort heißen. So, wir haben noch Zeit. 4 Stunden 29 Minuten. Wir sind hier in 34 Minuten. Das ist diese krassen Entfernungen noch. Aber egal, wir kommen da jetzt so rangeschossen. Unglaublich. Unglaublich, Leute. Durch das. Wir sind nur im 50-fach Zeitraffer. Der kommt so rangeballert da gerade. Ich hoffe, dass ich die Anzeige sauber bekomme für das Encounter. In 16 Minuten wird es noch nicht sein. Also im Sinne von in 16 Minuten, das passt schon noch mit dem Zünden. Die Frage, die ich mir gerade stelle, ist so, krieg ich sauber diese Anzeige mit, Dude, du müsstest jetzt langsam bremsen. Oder muss ich das eyeballen? Das wäre richtig bitter, wenn ich das eyeballen müsste. Wie lange brennt man damit? Oh, das kann ich mir anzeigen lassen. Hat 1. Also, Zeitraffer ist raus. Vessel. Delta V. Kann ich mir nicht die Burn Time irgendwie anzeigen lassen? Komm schon, komm schon, komm schon. Trust, Trust, Service, Trust, Acceleration. Bla 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 bla.
Ich hatte gemeint, es gibt. Wie schub war das Schiff? Das Schiff hat eine Thrust-Weight-Ratio von. Beziehungsweise wie viel Schub das Ding hat. Voll aufgedreht. 375 Kilonewton. So. Wie viel Zeit haben wir noch bis zum 3 Minuten 40? Ich meine, hier ist auch sowas drin. Mir würde schon die Anzeige mit wie viel Sprit brauchst, wie viel Zeit brauchst du, um deinen gesamten Sprit rauszubrennen, komplett reichen. So, wie viel? 21, 22, 23. Ich brauche ungefähr 3 Sekunden für 10 Meter pro Sekunde. Oh oh. Ey, lass mal laufen. Ich glaube, ich lass mal safe laufen. Unten links die Leiste auf. Ich klappe unten links die Leiste auf. Ach so, du meinst Burn Time. Boah. Fünf Minuten insgesamt, also wir sollten noch safe sein. Minute 30 anfangen. Ich gehe jetzt erstmal aus dem Ding hier raus und schieße die Tanks weg. Dann kann ich das ein bisschen besser abschätzen. Es sieht okay aus noch. Okay, Tanks weg. Tschüss. So. Also ich habe jetzt noch eine Gesamtburntime für 3400 und ein bisschen von 309 Sekunden. Ich brauche noch ungefähr 1500 Delta V. Das ist ein bisschen mehr als die Hälfte. Das sind 150 Sekunden. 150 Sekunden sind 2 Minuten 30 relativ exakt. Ich sollte langsam bremsen. Da kommt natürlich noch Bremseffekte mit drauf, aber ich bremse jetzt mal. Eieieiei. So. Ja, einen schönen Kreis aus den Tanks gebaut. Wir werden uns da auf jeden Fall mit einer klassischen Schrotladung ankündigen. Ich hoffe einfach, dass die entladen ist, bevor sie an der Station ankommt. Ist das ein Zeitraffer? Oder sind wir wirklich so schnell? Sieht bestimmt auch echt witzig aus. Diese komplette Schrotladung an Trümmern, die wir vorher reinschicken. Schon mal. Ah, jetzt haben wir auch, guck mal, jetzt haben wir auch eine saubere Abschätzung. Darauf hatte ich gehofft, dass ich die kriege. Gimme, gimme, gimme. So. Auf die kann ich mich halbwegs verlassen, hoffentlich. Oh, das sieht nicht gut aus. Das sieht nicht gut aus mit unserem Schrot. Den haben wir aber zielsicher um die Station gelegt. Oh. Ja, die sind aus dem Physics-Frame raus, das stimmt. Also eigentlich sollte nichts passieren. Da wird nichts berechnet. Aber es sieht nicht gut aus. So ein, zwei von den Tanks haben eine relativ unangenehme.
sehr, sehr unangenehme Nähe, aber die gehen auch dran vorbei tatsächlich. Selbst die gehen dran vorbei. Ja, ich hatte ja auch 600, 700 Meter Abstand in dem Vorüberflug. Das sieht ganz gut aus. Das sieht ganz gut aus, dass wir mit der Station eine relativ angenehme Begegnung machen. Ist das ein Zeitraffer oder sind wir so schnell? Mann, sind wir schnell. Das sieht ganz gut aus. Wobei wir dran vorbeischießen werden, wenn ich das richtig berechne hier. So schnell werden wir nicht bremsen. Also der Bremsberechnungs-Nupsi hat sich etwas vertan. Aber das ist kein Weltuntergang. Wir werden gleich soweit sein. Das ist doch Bullshit! Die waren noch im Zeitlimit drin. Ah, oh, das ist aber richtig mies. Er hat sich sterben lassen, ne? Er hat sich sterben lassen, obwohl wir im Zeitlimit waren. Das ist aber nicht nett. Das ist nicht okay. Das ist buggy, Leute. Das ist richtig arschig, Buggy. Wieso hat er das denn gemacht? Ja, offensichtlich bist du gerade verhungert, Meckes. Aber ich verstehe noch nicht, warum. Ich verstehe noch nicht, warum. Zeitfenstermäßig haben wir noch gute 3 bis 4 Stunden Zeit. Das haut nicht hin. Das haut nicht hin. Ja klar, also durch das Bremsen habe ich natürlich Zeit verloren, aber durch das Bremsen Zeit verlieren reden wir über Minuten. Weil ich habe ja relativ spät erst gebremst mit voller Absicht. Da reden wir über 3 bis 4 Minuten, die ich verloren habe. Das wundert mich gerade, warum er die jetzt gekillt hat. Im Moment des Ladens. Das verstehe ich gerade nicht. Jetzt lasst uns mal hinfliegen, aber der scheint die wirklich gekillt zu haben. Das ist eigentlich nicht okay. Eigentlich nicht okay. Bitte, bitte. Ja, so schnell, dass meine Zeit langsam vergangen ist. Aber wie gesagt, deshalb ja die 3, 4 Stunden Puffer, um genau sowas gerade zu ziehen. Die hätten nicht sterben dürfen. So, Retrograde. Naja, Jens, ich kann ja nur die Zeit verlieren, in der ich bremse tatsächlich. Und ich habe ja ungefähr 3 bis 4 Minuten Bremsburn gemacht. Also ja, der geht natürlich drauf von der Annäherungszeit. Also das bremst einen runter. Aber irgendwas passt da nicht. Irgendwas passt da gar nicht. Füllen wir hier aber erstmal das Essen wieder auf, wenn wir schon mal hier sind. Jetzt haben wir uns so viel Mühe gegeben, hier so schnell herzukommen. Und jetzt sind die trotzdem draufgegangen. Das ist nicht so schön. Das ist nicht so schön. Da müssen wir jetzt mal recherchieren. Space CIS oder CSI? CSI heißen die, ne? Bin ich gut mit solchen Krimiserien. Dafür ist meine Frau zuständig.
So. Ah, guckt, ich hätte die Düsen gar nicht gebraucht. Der Pott kann sich sogar selber helfen, was das angeht. So, lass uns rausfinden, was hier passiert. CIS, okay. Crime Investigation Squad Service? Ich habe keine Ahnung. Wofür steht das? Oh nein! Das ist auch immer so lustig, wenn ihr das. Ich glaube, ich habe mittlerweile auch rausgefunden, wann es passiert. Jetzt hoffe ich nur, dass er hier nicht crasht. Also relativ knapp. Achso, kann ich die jetzt unter Kontrolle bringen? Ist da ein Prop-Core drin? Ja. Gott sei Dank. Tja, Leute. Nochmal, wa? Vielleicht nehmen wir lieber den hier. Ist jetzt zeitlich relativ egal. So. So. Leute, wir sind da. Leute? Hallo? Warum riecht das denn hier so müffelig? Und wo kommt das ganze Blut her? Treibe ich hier eigentlich gerade, ey? Ich weiß es nicht so richtig. Ich habe gerade irgendwie mental einen kleinen Fuck-up, glaube ich. Irgendwas ist gerade kaputt in meinem Kopf. Mein Docking-Gehirn ist gerade ausgefallen. So, ich bremse das jetzt mal kurz auf eine zivile Geschwindigkeit. So. Jetzt nochmal mit frisch geresetteten Docking-Gehirn. Elite Dangerous. Ich stehe immer noch an Beagle Point.
Irgendwann muss ich mal zurückfliegen. Irgendwann ist der Tag, wo ich zurückfliegen muss. Und es wird ein fürchterlicher Tag werden. Kein schöner, ein fürchterlicher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hä? Was los, Bad Dad Senior? Wie war's? Was? Zum Thema spielt hier jemand Elite Dangerous? Sage ich Folgendes. Na klar. Klar. Bis die Aktion wieder da ist. Du meinst, ich flieg da. Das ist aber auch sehr schön. Einfach Distant Worlds 3 werde ich dann einfach. Genau. Habe ich einfach direkt gewonnen. Erster. Schön. Yes, ich war schon da. Ich war schon da, Leute. Ich weiß ja nicht, was ihr hier macht, aber ich war schon da. So, jetzt müssen wir hier irgendwie rüber hoch. Und hoffen, dass es diesmal ein bisschen eleganter abläuft. So, ich probiere jetzt mal ganz bewusst die Annäherung erstmal zu unterbrechen. Um sicher zu gehen, dass wir hier erstmal uns an dem Punkt einig sind. So, das sollte jetzt eigentlich passen, oder? Alter, sieh zu, dass du da einen Druck draus machst. Ey, hau dich platt. Okay, du bist zu niedrig. Ich drehe deinen Kadaver ein bisschen hoch. Was hältst du davon? Komm. Mach mal nicht schwach. Jetzt. Ach, Leute. Alle tot. Alle tot, alle tot, alle tot. Ach, das ist das ärgerlich. Ist das ärgerlich. Das ist richtig ärgerlich. Ah, zumindest können wir mal die Raumstation resupplyen. Ich muss mal noch überlegen, wie ich damit umgehe, ob ich das akzeptiere, als so hat das Spiel entschieden oder eigentlich stimmt es nicht. Eigentlich war die Zeitberechnung aus irgendeinem Grund fucked up, weil wir haben noch gute 3 Stunden, 3,5 Stunden jetzt eigentlich Puffer. Ich hätte mir in der Clock hier Zeit setzen sollen. Hätten wir es noch genauer gesehen. Wir haben noch Zeit. Wir haben definitiv noch Zeit. Und es wäre sehr schade irgendwie denen gegenüber, die ihre Körbelpunkte da investiert haben, weil wir haben sie ja gerettet. Wir haben sie ja gerettet. Mit Essen. So. Jetzt füllen wir aber trotzdem als allererstes mal die Tanks auf. So, und dann haben wir noch ein bisschen. Wir haben noch ein bisschen Sprit, ne? Wir könnten mit den Leuten hier noch den heutigen Abend nutzen, um eine kleine Mission zu fliegen. So. Den lassen wir mal offen. Check. So. Hier gehen auch noch Supplies rein. Mhm.
So. Dann ist die erstmal completely restocked. Ja, weil er auch schon passiert. Es beruhigt mich, dass ich nicht der Einzige bin, der darauf reinfällt. So, was wir jetzt noch schnell machen, wenn wir schon mal hier sind, ist mit den Peoples hier eine kleine Windmuslandung veranstalten. Weil wir haben noch 2145 Meter pro Sekunde. Oh, du hast was zu dem Bug. Das ist ja mal interessant. So, wir gehen jetzt einfach direkt hier runter. Because of... Ah, nee, ich gehe nicht direkt hier runter. Generell könnte die Nacht unangenehm für mich werden, ne? Ich muss mal den Orbit in die andere Richtung drehen, glaube ich. Fuck, ich muss im Hellen landen. So, ich würde gern auf der hellen Seite eine Landung machen. Please. Cool, danke. Nice, wir fliegen zurück ins Licht. So, fünfter Post von oben. Vielleicht gibt es ja da einen schönen Tipp, wie man es behebt. 1, 2, 3, 4, 5. When the station isn't loaded, the game doesn't actually keep track of what resources like blah, blah, blah. It's producing, catch-up processing. Achso, also dass er mit dem Catch-up Processing arbeitet. Ja, aber es hilft ja nichts. Ist halt blöd, wenn man sich auf die Anzeige gar nicht verlassen kann. So. Dann warten wir jetzt noch kurz, dass wir auf die Sonnenseite des Körbellebens kommen. Und dann landen wir den Hobel kurz mal, um ihm eine Minmus-Landung zu geben. Ach, guck mal, schönes Hochplateau, oder? Das nehmen wir direkt. Achtung, Bremsung. Wo seid ihr jetzt? Boah, wir können natürlich auch hier irgendwo genau auf die Tiefebene da gehen. Das passt auch ganz gut. Naja, es ist nicht ein Bug, es ist halt einfach die Art und Weise, wie es das prozesst, ne? Also es geht halt so von ein paar Guestimates aus und nimmt die halt an. Huch, kommt ganz schön hässlich tief rein, ne? Kreuzen wir irgendwie zufällig einen Berg? Ich habe das ungute Gefühl. Dieser Berg da, das ist eine schöne Prognose, aber die funktioniert so nicht. Just saying. Wir haben noch nicht mal ein Problem damit, ein bisschen in die Richtung zu drehen. Dann können wir doch eigentlich am Berg vorbei. Sondern das ist doch alles super. So. Sehr schön und retro. So, Leute. Wie viel Impact-Tolerance hat die Kapsel? 48 Meter pro Sekunde hat die Kapsel. Brauchen wir uns aber keine Sorgen machen. Dazu wird es nicht kommen. Ich will ja auch nicht auf der Kapsel landen. Zzzzt.
So. So eine etwas improvisierte Minmus-Landung, aber hey, Minmus-Landung ist Minmus-Landung. Die müssen wir auch noch irgendwann aus dem Moon-Orbit abholen. Ist nicht gerade. So, dann können die hier nämlich einfach alle mal einmal raushüpfen für ein Gruppenfoto und dann freuen die sich bestimmt und haben schon mal ein paar Sternchen zusammen. Genau, eine Landung ist eine Landung ist eine Landung. So. La, la, la. Tada! Und ich glaube, wir bleiben sogar stehen. Sehr schön. Beste Rakete so far. Dann los. Oh, 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 oh. Macht meine Rakete komische Sachen? Mich nicht unglücklich, Leute. Wenn die umkippt, bin ich unglücklich. Und ihr wollt mich nicht unglücklich machen. Das ist ja nicht euer Ernst. Macht die jedes Mal einen Sprung? Wenn da jemand aussteigt, das ist ja auch. Nicht die feine Art. Oh, oh, Mickey, Mickey, das ist ein Solarpanel. Oh, Mickey, ey. Discovery, nominal Miko, Ohms 1, not required. Okay, jemand hat in seinem Anzug und damit ganzen Körper ein Solarpanel drin stecken. Mickey. So entstehen Krakenattacken. Mach doch sowas nicht. Das hätten wir vielleicht noch gebraucht. Eieieiei. Eieiei. Schön geragdollt beim Aussteigen. So, da stehen sie alle. Mickey darf das mal mit der Flagge machen, unter der Hoffnung, dass er sich die nicht ins Auge steckt. Oh, ich hoffe inständig, dass das eine Solarpanel reicht, um. Das wäre so peinlich jetzt. Dass das eine Solarpanel ausreicht.
um unser Dings zu betreiben. Sonst wird's ekelhaft. Sonst wird's ein wenig ekelhaft, wenn wir die Habitation nicht betrieben bekommen. Dann drehen die nämlich alle durch und fangen an, die Bude zu sabotieren. Okay, es scheint aber zu reichen. Sehr gut. Miki, Miki, Miki. Miki, Miki, Miki. Einfach das Solarpanel abreißen mit deinem lustigen kleinen Köbelkörper. Unmöglich, unmöglich. So. Sehr schön. Dann lasst uns jetzt ganz schnell nach Hause fliegen mit der Nummer. Ganz, ganz schnell nach Hause fliegen. Ich würde sagen, wir nehmen einen sehr schnellen. Ich hoffe, kommen wir von hier aus eigentlich? Können wir von hier aus eigentlich nicht direkt nach Hause fliegen? Da wo wir sind. Ja, nicht so richtig, ne? Doch, wir könnten einfach nach oben fliegen und damit einen Escape-Kurs machen. Ich mach das mal, dann bleiben wir in der Sonne. Wir fliegen einfach direkt nach Hause. Von hier direkt nach Hause ist bestimmt eine super Idee. Mal gucken, ob das funktioniert. What could possibly go wrong? Boah, eigentlich ist der Kurs gar nicht so übel, ne? Zack. Oh wow, mit Moonfly bei. Ey, hier kriegt man richtig was zu sehen. Haben wir irgendwann vergessen? Habe ich alle wieder eingepackt? Ich hoffe, ich habe alle wieder eingepackt. Oh nein, wir werden fürchterlich verglühen beim Wiedereintritt. Aber das ist egal, ich habe noch Zeit zum Bremsen. So, das können wir auch mal ausmachen, diese ganze Debris-Anzeige, das interessiert ja eigentlich auch keinen, ne? So, mehr geht nicht. Leute, da sind wir auch richtig schnell wieder zu Hause. 3 Tage. Sollten die nicht auf der Station bleiben? Nee, die sollten eigentlich nur Essen dahin bringen. Die sind zum Trainieren da. Das ist nicht die Stationscrew, tatsächlich. Voll gut. Direct Approach Home. Da müssen wir jetzt einiges bremsen gleich. Aber wie gesagt, wir haben ja noch ein bisschen was im Tank zum Bremsen. So, Sprit sieht auch gut, Sprit sieht gut aus, Strom sieht gut aus, Mulch ist langsam ein bisschen voll, aber irgendwas ist ja immer. So, wir müssen dann unbedingt ein kleines Bremsmanöver hinlegen. Jetzt aber noch nicht so wild. So, und jetzt kommt so langsam der Punkt, wo wir uns retrograd drehen müssen und bremsen. Vor allen Dingen bremsen. Wir sind nämlich noch nicht mal in der Atmosphäre drin. Dafür müssen wir jetzt noch sorgen, damit wir, also und nebenbei auch nicht mehr das Körpersystem hier halt verlassen. So, ich glaube,
Damit sind wir schon mal ganz gut unterwegs. Haben wir immer noch 770 Meter zum Abbremsen. Also Delta V. 770 Meter pro Sekunde zur Verfügung. So, jetzt können wir mal schauen, wie das hier funktioniert. Dass wir noch ein bisschen Speed rausnehmen. Ich muss auch unbedingt noch die Fallschirme gleich fertig machen. So, ich glaube, das ist ganz okay. Jetzt lass uns die Fallschirme noch ordentlich spielen. Zap. So, ist der schon mal scharf. La 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 la. So. Würden wir eigentlich mit den Streamlabs-Punkten was Vernünftiges anfangen können? Ja, Kerbals kaufen, Raketen benennen. Oder was meinst du jetzt damit? Und Streamlabs, das ist jetzt. Das sind jetzt die Twitch-Punkte, die Science. So. Chup. Gleich kommt. Wie wann? Na, ab sofort. Die Kerbals und so weiter sind da schon drin. Ist alles schon eingepflegt. Muss man nur unten auf die kleine Flasche drücken. Dann sieht man das alles. Also ab jetzt. Ab jetzt quasi. So. Können wir gleich nochmal gucken, dass wir das jetzt gleich uns von verabschieden. Das kann sein, es hatte vorhin schon jemand gesagt, dass das von beim Mobile nicht so gut funktioniert irgendwie. Das kann, wie gesagt, durchaus sein. So, ich bringe uns mal ein bisschen aus der Flugbahn von dem anderen Teil raus. So, sehr schön. Jetzt können wir noch ein bisschen bremsen, oder? Warte mal. So. Voll gut, also die Kapsel gefällt mir, die Pandora, die können wir uns mal merken. Die finde ich ganz nett gemacht, muss ich sagen. Optisch als auch vier Seats ist super. Du kannst halt echt ein paar Kerbals mitnehmen oder eine komplette Besatzung plus noch jemanden recovern oder so. Und dass sie tatsächlich RCS in alle Richtungen bietet, finde ich hammergut. Also, dass du einfach keine RCS-Slots mehr brauchst an der Kapsel. Und 60 Monoprop ist auch. Ist okay. Also sagt mir zu. Und ist eine 2,5 Meter Kapsel. Also auch das finde ich gut. Auch das sehr schönes Größenformat. Was unterscheidet die Veteranen vom normalen Körbel? Die tragen orange Anzüge und halten ein bisschen besser durch meistens. Also die drehen nicht ganz so schnell durch, sind ein paar Tage länger nicht angepisst. Aber sterben auch. Sterben auch. So. Now it's empty. Vielleicht haben wir auch wieder völlig übertrieben, aber naja. Gut. So, wir sind auf Kurs nach Hause. Und wir kümmern H2 jetzt bei Cyphers, ist hier drin. Impact Marker, ja.
Sehr schön, dann wird das auch mal. Das ist ein bisschen aufgeräumter, als immer mit dem Ding da unten zu arbeiten. Ja, das geht natürlich auch. Aber dann kriegt er so einen komischen Rüssel da irgendwie. Ist, glaube ich, ist optische Geschmackssache. Ich glaube auch ganz ehrlich, mit dem Paket hier und der Impact Tolerance der Kapsel wäre wahrscheinlich auch so gegangen, ehrlich gesagt. Ich glaube, dass die zwei Dinger hier, ehrlich gesagt, schon ein bisschen drüber sind. Aber was soll's? Was soll's? Porky, was steht heute an? Wir sind eigentlich größtenteils schon durch. Wir haben eine Gilly-Mission gemacht. Wir haben versucht, die Leute auf der Minmus-Station rechtzeitig mit Essen zu versorgen, was uns prinzipiell auch gelungen ist, aber irgendwie hat das Spiel rumgebacken und die Kerbals trotzdem gekillt. Ich werde jetzt gleich noch ein bisschen Science einkaufen und dann heute ein bisschen früher Schluss machen, weil ich muss morgen früh um 4 raus, damit ich meinen Zug rechtzeitig kriege. Da auch schon mal ein kleiner Spoiler für diese Woche. Am Dienstag wird es keinen Stream geben, am Donnerstag ja, Sonntag ein bisschen später, aber Sonntag dafür einen zusätzlichen Stream von der Gamevention, wenn alles läuft wie geplant. Da schreibe ich dann aber im Discord nochmal was dazu. Also wer da immer auf dem Laufenden sein will, einfach Ausrufezeichen Discord, dem Discord joinen und da einfach in den Ankündigungs-Channel regelmäßig mal reingucken. Das hilft dann ganz gut. Ich hoffe, wir landen nicht auf so einer blöden Bergwand. Das wäre relativ unangenehm. Also das Wasser wird es nicht mehr. Kann man den Rasen haben und kann der Rasen bitte nicht steil bergab gehen? Das finde ich ganz gut. Hoffen wir mal das Beste, ne? Naja, ist dann nicht weit zum Strand. Können die Kürbels noch. Ja, 4 Uhr ist ein bisschen unangenehm. Also, ich muss halt einfach gucken, um 5:14 Uhr oder so geht mein Zug. Und muss dann heute noch Sachen packen. Und dann pünktlichst ins Bett, damit ich morgen nicht völlig zerstört bin. Genau. So, 5 Meter sieht super aus. Das sieht auch jetzt auf den ersten Blick, ist nicht ganz gerade, aber ich glaube nicht so. Ach, da wäre halt echt. Platsch. Das wär so eine richtig gute Landung geworden. Hier ist. Ah, so mittel, ne? Wir rollen auf jeden Fall nicht so weit, aber ich glaube, es ist zu flach, um zu rollen. Please. Hier oben wäre gut gewesen, so auf dem. Auf dem wäre richtig super gewesen, aber ich glaube, das ist auch noch okayisch. Hoffe ich. Nicht rollen. Rollt nicht. Check. Da oben war ein besonderes Landschaftsmerkmal. Sind das diese Teleskope? Das ist bestimmt diese Teleskope. Also diese Beobachtungsstation. So, Leute, jetzt haben die schon mal was gelernt. Ich weiß nicht, ob das für 2 Sterne reicht. Ich glaube noch nicht. Obwohl, Landung auf dem Minmus mit Aussteigen. Ich glaube, es reicht nicht ganz für einen zweiten Stern. Oh, doch, guck mal, alle schon einen zweiten Stern direkt gekriegt. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. Sehr gut. So, ganz viele Awards noch. Alle die gleichen natürlich. Also Ribbons noch bekommen. Sehr schön. Jetzt muss ich mal gucken, ob ich die Typen hier direkt wiederbeleben kann. Wöllermeck ist grimmisch. Prüfe, prüfe. Das muss ich mir nochmal angucken, ob ich die wieder einfach so rein editieren kann. Hier kann ich sie jetzt nicht einfach so editieren. Okay, also. Ich muss mir das aber auf jeden Fall mal aufschreiben, dass ich die richtigen Kürbels wieder zurückhole.
Weil das ist mistig, wenn das einfach durch die Anzeige passiert, könnt ihr ja nichts dafür. Und ich eigentlich auch nicht. So, was kaufen wir uns? Was kaufen wir uns? Also, indiskutabel auf jeden Fall schon mal. Das passiert auf jeden Fall. Ion Propulsion. Endlich Ionentriebwerke. Specialized Science Tech würde ich prinzipiell, glaube ich, mitnehmen. Zwecks dem Science Laboratory. Mit dem Dings. So, und dann müssen wir mal ein bisschen. Very heavy rocketry. Was passiert hier hinten noch? Der braucht High Performance Fuel Systems, damit wir ihm den geben können. Da kommen noch mal andere Engines mit dazu. Okay, große Cryogenics. Okay, also High Performance Fuel Systems auf jeden Fall. Allein schon, um das freizuschalten. Specialized Fuel Storage. Das sind jetzt, glaube ich, die ganz großen Dinger, ne? So, Nuclear Power weiß ich noch gar nicht. Sind wir schon so weit? Ja, doch. Im Prinzip bräuchten wir Nuclear Power, um auf Minmus auf Dauer was abzubauen. Macht auf jeden Fall Sinn. Improved Nuclear Propulsion. I don't know. Ich bin mir echt nicht sicher, ob das gerade meine Priorität ist. Nanolifing hat hier den Mobile Workshop und die kleinen Workshops. Das wäre, glaube ich, für die Besiedlung nicht schlecht. Und apropos Besiedlung. Ich glaube, wir werden die Long-Term Habitation-Dinger brauchen, weil wir wollen irgendwann demnächst mal uns mit Duna beschäftigen. Da müssen wir auf jeden Fall hier hingehen. Was passiert hier? Hier passiert der Tundra Habitation Ring, der ziemlich geil ist. Ziemlich, ziemlich gut. Kostet 2250 die Geschichte und braucht auch noch Advanced Logistics. Advanced Logistics hat erstmal einfach diese Riesentanks. Ich glaube nicht, dass wir die schon brauchen. Case Inventory, Fuel Switches, Logistics Center. Ich glaube noch nicht für den Anfang. Advanced Solar. Specialized Electrics. Bessere Antennen nochmal, ne? 100G-Antenne. Ja. 100G-Antennen machen richtig Sinn für die Zukunft. Wie viel haben wir noch? 1103. Das heißt, zwei können wir noch. Nochmal bessere Probe Cores. Und die Oversized Signals Antenne. Ich glaube, das ist keine schlechte Idee. Ich glaube, das ist tatsächlich keine schlechte Idee. Ah, hier ist. Hier ist halt sehr teuer, ne? Da wird es richtig teuer. Ich glaube tatsächlich Advanced Unmanned Tech und ich würde jetzt erstmal. Also der große Batterietank ist schon ganz gut, ne? Lass uns das noch mitnehmen. Ich glaube, Strom ist generell, da ein bisschen Auswahl zu haben, immer eine gute Sache. Große Triebwerke sind, glaube ich, im Moment zu teuer. Die sind schon auf 1000 Punkten. Da können wir uns da mal hinarbeiten. Wir wollen ja eh das Labor jetzt wieder füllen. Also wir werden noch ein bisschen was erforschen. Ich nehme jetzt erstmal die Specialized Electrics mit. So, und ich glaube, dann haben wir für heute einen ganz guten, schönen, shopping-lastigen Abschluss. Und ich würde die Chance mal nutzen, hier heute einfach eine halbe Stunde eher den Absprung zu machen. Also, vielen lieben Dank fürs Zuschauen.